Herzlich willkommen zu Du Bist. Heute spielen Esther, Janina, Maxi, Nils, Eddie und ich das Social Deduction Game Among Cultists. In dem Spiel spielen 5 Personen ErmittlerInnen, die durch eine mystische Universität rennen und versuchen, Aufgaben zu erledigen, um Siegpunkte zu erhalten oder um den Kultisten zu enttarnen. Der Kultist versucht, die anderen bei ihrer Arbeit zu sabotieren bzw. ErmittlerInnen umzulegen. Das Herz des Spiels sind die Handkarten. Mit den Pulskarten Lebend und Tod entscheiden die SpielerInnen geheim über das Überleben anderer, falls sie sich irgendwo in der Universität begegnen. Mit den Karten Erfolg, Misserfolg und Sabotage werden die Decks einzelner Räume aufgefüllt, womit sie irgendwann lootbar werden. Nur dann können die ErmittlerInnen ihre Aufgaben erledigen und Siegpunkte bekommen. Zu Beginn starten die SpielerInnen je nach Rolle mit folgenden Handkarten. Eine Besonderheit gilt für den Brandstifter. Er oder sie spielt zwar auf der Seite der ErmittlerInnen, muss aber ein bisschen ihre Aufgaben sabotieren. Die ErmittlerInnen gewinnen, wenn sie innerhalb von 6 Runden 7 Punkte durch Aufgaben bekommen haben oder im Spiel irgendwann den Kultisten enttarnt haben. Der Kultist gewinnt, wenn er oder sie nach 6 Runden 3 ErmittlerInnen umgelegt hat oder es schafft, dass die anderen nicht die 7 Punkte erreichen. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu Du bist an diesem fantastischen Tag, an dem ihr dieses Video schaut. Und heute ist mal wieder ein denkwürdiger Tag, denn wir sind zu 6. Hey, was ist denn los? Riesene Runde hier. Herzlich willkommen, Esther. Hi. Janina. Hallo. Maxi. Nils. Etienne. Hi. Was hast du als Maul gesagt? Was hast du gesagt? Nein, er hat Nils Bomhoff gesagt. Was hast du gedacht, was er gesagt hat? Nils hat's mal. Ach so. Ja, das sagt er auch manchmal zu mir. Ähnlich, ja. Aber egal. Wir haben soeben die Regeln gehört und würde ich sagen, wir steigen mal direkt ein. Nochmal vielen Dank an Godot Games, die uns hierbei unterstützen und die diesen fantastischen Kickstarter seit gestern online haben. Und ihr könnt ihn euch jetzt backen, wie wir Boardgamer so schön sagen. Wie denn? Wo geht man denn da hin? Ja, auf den Kickstarter, auf die Seite, die jetzt hier eingeblendet wird gerade. Ah, da ist sie ja. Ja. Ah. Einfach mal dran. Okay, let's go. Bei mir liegt das Messer, das heißt, ich darf mich als erstes bewegen und starten. Müssen wir nicht erstmal gucken, wer welche Rolle hat? Ja. Ja. Gib mir den braunen. Du hast völlig recht. Was ist spannend. Bitte nicht negativ. Bisschen wie Weihnachten, jeder kriegt so ein kleines Päckchen. Denkt daran, dass ihr die Rollen hier verdeckt hinlegt. So. Ich sag's schon mal, ich bin nicht der Mörder. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Sehr gut. Das Gestöhne kenne ich. Das macht ihn direkt verdächtig. So. Wer ist dran? Fabian mit Bewegung. Fabian, oder? Bewegungsphase. Ja, dann nehmen wir los. Ich bin der Erste. Bei mir liegt das Messer. Ich darf mich als erstes bewegen. Ede, bringst du den echt jedes Mal, wenn wir Karten machen? Weil da war noch eine in der So. Und ich bewege mich. Warte. Hast du denn schon appreciated, dass wir da halt mal die Karten. Ja, ja, ja. Dir das doch mal an. Ja. Ich geh hier in den Kontrollraum. Stark. Wow. Das ist ein Power-Move. Guter Move, ja. Wow. Stark. Wow. Ja. Aber warte mal. Oh Gott. Fabian, hast darfst du das überhaupt? Ja, klar darf ich das. Okay. Wer ist dran? Ich gehe in den Pinken hier. Hier rein? Wie in der Probe. Ich glaube, kann ich da rein? Ja. Ja, dann gehe ich auch da rein. Eins, zwei, drei, nein. Oh nee, dann gehe ich in den hier. Da kann ich eins, rein. Zwei, drei geht auch nicht. Ja, aber ich kann doch durch den. Kuh. Eins, zwei, drei. Ja, das geht. Ja. Das ging doch in der Proberunde. Janina. Ich muss in die Cafeteria. Warum? Kaffeesippe. Hat was dazu tun, ne? Okay. Hat was zu tun. Ich verdächtige nämlich. Maxi? Ich gehe natürlich hier in diesen Chemikalienraum.
Mhm. Ah, interessant. Mhm. Ganz kurz. Was mischt du denn da so zusammen? Sag ich nicht. Ich muss 3 Felder gehen? Nein, du kannst bis zu 3. Das heißt, ich könnte jetzt einfach auch mal dich besuchen kommen dort. Ja, geh doch mal dahin. Und begeh deinen ersten Mord. Was ist, wenn ich auch in dem Raum bin? Ach, ihr seid euch jetzt begegnet, dann kann ich, ne? Kann er dann auch umbringen? Ja. Begegnungskarten. Nein, wenn die Lampen aus sind, dann kommt es zu keiner Begegnung. Ja, aber das doch, dann kommt es zu einer Begegnung. Ja. Ja, okay, wir tauschen jetzt erstmal Pulskarten aus, ne? Weil wir begegnen uns ja gerade. Ja. Was ist deine Mach keinen Scheiß, Nils. Never. Und wenn du mir jetzt tot gibst, ne? Dann bist du halt nicht mehr im Leben. Mhm. Ich prüfe direkt. Ich prüfe dich. So, ehrlich. Leute. Dann würde ich dich. Ich prüfe dich so weg. Hey. Na? Na, was geht? Was geht? Pulskarte. Ja, klar. Was mache ich jetzt? Pulskarte? Ich gebe ihm eine, ne? Ja. Einfach eine meiner Wahl. Ja. Mhm. Ich habe nämlich viele Pulskarten. Was gebe ich dir denn? Ich hoffe, was Gutes. Hm. Ach so, das war anders. Okay. Die legen mich hier nicht angucken. Nicht angucken. Nee, ich guck nicht. Nicht angucken. Einfach nicht alleine in der Cafeteria. Okay. Okay, dann haben wir alle die Bewegung abgeschlossen. Wir decken das erste Ereignis auf. Und das bedeutet geheimer Schacht. Alle Spieler in orangen, dunkelblauen und rosa Räumen dürfen sofort eine verdeckte Karte auf ein gleichfarbiges Raumdeck ihrer Wahl legen. Nochmal bitte, was? Welche Räume? In orangenen, dunkelblauen und rosa. Dürfen wer was machen? Alle Spieler, die in diesen Räumen sind, dürfen eine verdeckte Karte auf das Raumdeck legen. Das, was ich in der Proberunde auch direkt am Anfang gemacht habe. Shoot, wusste man, dass das kommt? Was? Nein. Darf ich gucken, was ich da hinlege oder nicht? Rosa, ja, na klar. Ja. Ist hellblau. Aber ja gut, ich habe ja eh nur grün. Macht Sinn. Ja, ja. Okay, kann man jetzt schon umdrehen wegen Looten, Jan? Ja, es sind 3 Karten, ne? Yes. Ja. Ey, ich bin so nicht der Mörder, aber ich weiß, dass ich mich verdächtig verhalte. Okay, Aktion oder was jetzt? Ja, danke. Ich fange mit. Habt ihr bei dem Ach nee, ich bin doof. Hm. So, jetzt ist wer dran? Fabian. Wer ist mit Fabian? Aktion. Mit Aktionsrunde. Ja. Du guckst aber auch immer. Ich guck ihn an, dann guck ich auch in deine Karten. Ich leg ein Buch auf das Raumdeck hier. Ah ja, okay, auf den Kamera. Alle sollten jetzt Fabians Karten kennen, weil Ede hat einen Vorteil. Ich habe nichts gesehen. ich lege auch eine Karte bei mir drauf. Ja, du gehörst zu uns, oder? Ja, klar. Ja. Same, aber ich kann ihn noch nicht umdrehen, weil es 2 sind. Mhm. Maxi? Ja. Könntest looten, glaube ich schon, oder? Weil wir haben ja 2 beide dahingelegt. Ja, aber entspricht das deiner Route auch? Ja, stimmt. Genau. Aber Moment, die Aktions ist ja noch in der gleichen Runde. Wir sind immer noch Runde 1, oder nicht? Ja, genau. Ist Runde 1. Ja, dann kann er ja da auch. Ja, aber, also, Moment. Jetzt ist doch Aktion, oder laufen wir jetzt? Ja, laufen. Aktion. Aber Aktion kannst du ja nur. Wenn eine 1 auf dem blauen. Ja. Ja, gut, okay. Ja, dann mache ich das auch, klar. Ja, aber sonst hätte er ja gar nicht in den Raum. Ja, sonst würde ich ihn durcheinander gebracht, ey. Ja, es sei denn, du bist halt der Mörder, ne? Ja. Dann kannst du genau. Ich habe jetzt schon einen Stresspuls. Aber du bist ja nicht der Mörder, ich weiß, wer der Mörder ist. Ja. Also, klar, das ist eigentlich die Chance, dass du wissen, ist, dass du es selber bist. Nee. Schiert. Ah, aber gut. Ganz raus damit, mal kurz in die Kamera. Ja, genau. Sabotage würde jetzt uns ein Buch weglegen. Aber ist raus. So, also in diesem Raum hat Max hat eins Nee, hattest du schon eine reingelegt? Ich hatte eine reingelegt, ja. Du hattest eine reingelegt und die lag da. Und rein theoretisch könnte aber auch Es gibt eine Karte, die schon liegt. Die also Sabotage ist. Wir wissen nicht, wer die minus 1 gelegt hat. Die könnte von mir sein, die könnte von Max sein, könnte aber auch schon da gelegen haben. Ja. Aber also die da gelegen hat, ist aber random, oder? Ja. Wir mischen ja.
auch nochmal, deswegen muss das nicht die unterste Karte sein. Was passiert denn jetzt mit minus 1, wenn man noch gar nichts ist? Gar nichts. Das kann auch eine Pluskarte sein. Das ist eigentlich gut für uns. Das ist gut für uns. Eine minus 1 ist weg. Ist für die Leute, die nicht Mörder sind, ist das sehr gut. Nils. Ja, wenn ich jetzt da eine Karte hinlege, sind wir auch drei, ne? Das heißt, dann können wir schon auch schon ödeln. Oder kann ich jetzt da, ich kann da noch nicht überwachungsraumartig irgendwas anderes machen, ne? Weil Licht aus ist. Richtig. Nee, du legst gerade eine Pulskarte dahin. Nein. Hier, ne? Ja. Wir sind hier schon seit 3 Stunden und versuchen, das Spiel zu verstehen. Na, also. Wir schaffen das. Ja. Jetzt bin ich? Ja. Dann kann ich auch da looten? Ja. Ja. Klar. Aber erst mischen, oder? Erst mischen. Und dann nicht einfach entscheiden, ob ich jetzt oben oder unten nehme? Ja. Ja. Auch das ist möglich. Ja, aber eigentlich, man weiß ja irgendwann, also gut, er hat jetzt gemischt, aber eigentlich wüsste man ja, wer nacheinander rausgelegt hat. Es ist wirklich relevant. Achtung, ich mische diese beiden Karten. Es ist tatsächlich auch bei 2 Karten relevant. Jetzt die oben. Du weißt es. Okay. Was ist es? Erfolg. Perfekt. Geil. Mit abgelegt. Ja, mega geil. So, der Einzige, ja, ich freue mich über das schöne Buch. Auf der Einzige, der hier wirklich was fürs Team Win macht, bin ja wohl ich. Also, das wirft ein ganz schlechtes Licht auf dich. Ich komme da noch raus. Mhm. Mhm. Alright. Dann ist. Wer weiß, vielleicht hast du mich hier schon umgebracht. Das werden wir noch sehen. Hier aber umgebracht und da das X reingemacht. Das wäre ein heftiger Move, Maxi, ne? Was man niemals machen würde. Krass. So, erste Runde ist vorbei. Das macht und wir starten mit der zweiten, mit der Bewegungsphase. Das Messer wird weitergeben. Das heißt, Esther fängt an. Und los geht's. Ich gehe in die Cafeteria. Mhm, warum? Weil ich da Aufgaben zu erledigen habe. Wir es kommt zur Begegnung. Tauscht euch erstmal aus vielleicht. Ja. Quatsch mal miteinander, ja. Nee, da muss lange überlegen. Nehme ich die grüne? Die rote. Ich habe nur grüne. Ach, ich darf nicht angucken, nicht angucken. Ich kann da hinlegen. Ja. Hm? Ich darf laufen, ne? Ja. In 3 Schritten komme ich doch. Kann man eigentlich auch da bleiben, wo man ist? Nein. Nee. Aber kann ich nicht. Eins. Nein, man muss in anderen rein. In echten Leben ja. Geht ja auch gar nicht, weil das eigentlich nie darfst, so von deiner Laufkarte her. Außer du bist ein Kaltist. Stimmt. Oh ja. Dann ich auch gucken, wo ich Maxi? Ich bin gelaufen. Punkt. Ich gehe hier rüber einfach. Hm, okay. Ja. Mhm. Interessant. Ich mag's da, also ich bleib in dem Eck hier auf jeden Fall. Du bleibst da? Ja, klar. Mhm. Da komme ich ja auch dahin. Okay. Schon wieder kann jemand aber nur einmal töten. Also. Wir tauschen wieder aus, ne? Wir immer. Tauschen aus. Okay. Ich gebe dir was Schönes. Ich guck gar nicht, weil ich genau weiß, was das ist. Das ist nicht erlaubt. Ist nicht erlaubt, aber hast du ja auch. Okay. Haben wir extra vorhin random. Ede, du musst sie da. Sehr bewusst, okay. Nein, Ede, stopp. Du gibst ihm keine Pulskarte. Das ist eine Raumkarte. Das ist eine Raumkarte. Ach ja. Dann muss ich tatsächlich mal gucken. Vielen Dank. Nicht angucken. Okay. Was ist denn? Alles gut. Das war gerade echt. Okay. Wer ist dran? Ich bin dran. Wie viele Messerstiche? Ich bin dran. Ich hab was gespürt. Ich bin dran. Und ja, zwar, warte mal, Maxi ist gelaufen, deswegen haben die getauscht. Ach, das ist ja geil, kann ich wieder dahin. Maxi und. Nee, das ist hinterhergelaufen. Nee, ist einfach hinterhergelaufen. Ich sehe das richtig, ich kann noch. Wir haben Nils quasi korrekt. Stimmt, wir haben Nils übersprungen. Ja, ich hab mich übersprungen. Du hast das so schnell einfach krass hinterhergezogen. Ich danach sehe, Fabian quasi. 1, 2, 3. Da komme ich nicht rein. Ja, ja. Das ist natürlich echt blöd. 1, 2, 3, da komme ich auch nicht in den Raum. Ich könnte jetzt auf deiner Karte, dass du da hin kannst, überhaupt in Runde 2. Ja, deswegen will er wahrscheinlich in dunkelblaue Räume. Weil bei meiner Karte war es so, dass das schon Sinn gemacht hat, dass man von jedem Raum dann auch nur dahin kann. Vielleicht steht das bei dir anders. Ich habe einen Verdacht. Nee, ich komme einfach, nee, es ist einfach, ich komme in keinen Raum, der mir irgendwas bringt. Deswegen stehe ich hier so, weil ich versuche, das zu checken. Prüfen oder dich auf den Weg machen vielleicht. Aber das ist ja mega blöd. Ich komme, das hätte ich mir vielleicht früher überlegen müssen. Ganz kurz nur, wichtig ist natürlich, du kannst nur die Raumaktionen nicht nutzen. Doch, aber du kannst natürlich die Charakteraktion, also du kannst den Zustand prüfen. Ja, also warte mal, kann ich jetzt hier eigentlich, nee, ich darf ja nicht mehr bewegen, aber da kann ich hin. Das du kannst erst da prüfen. Funktioniert. Aber erst bei der Aber muss ich jetzt eine Bewegungs-, hier eine Begegnungskarte austauschen? Ja. Oh mein Gott, wir begegnen uns viel zu viel. Das kann jetzt kein Mensch mehr nachvollziehen. Wir können ja, das sind echt viel zu viele Bewegungen. Gerade. Merkt euch das, ne? Mit wem Nein, das ist doch jetzt relativ einfach. Esther hat mit dir und mit mir getauscht. Ja. Eddie und Maxi haben jeweils zweimal getauscht. So, ja. Also. Okay. Und mit wem habe ich getauscht nochmal?
Siehste? Mit Nils. Mit Nils, ja. Nils. Hast du nicht zwei Karten da? Ja. Ich hab zwei. Achso, der erste war mit dir. Okay, ja. Gut. Merken. So, ich hab schon gemacht, du bist. Also, irgendwer ist jetzt schon tot und weiß es nicht. Das ist eigentlich ganz spannend. Ja, so. Ich hab euch im Auge. Ich gehe. Naja, Mörder muss ja nicht. Eins, zwei. Ja, bei der Begegnung kann der auch was. Wenn diese Begegnungskarten irgendwann leer sind. So. Ich gebe dir was Gutes, okay? Okay. Gut für wen? Okay. Und jetzt. Zweite Aktion. Bin ich Licht an. Nicht noch Licht an, hätte ich würde. Nee, jetzt du warst doch schon. Angefangen zu du hast laufen. Angefangen. Oh, ich habe angefangen. Das Licht geht an. Krass. Und das bedeutet, ihr könnt jetzt die Kamera nutzen. Jo. Und das. Aber nur, wenn man da auch eine Aktion hat. Ne? Ja. Das heißt, jetzt fängt Janina. Nein, wir sind immer Runde Aktion. Sind wir jetzt in Runde 2. Mann, in der Probe habe ich. Wir sind in Runde 2 in der Aktion. Okay, das heißt, ich führe jetzt eine Auktion aus. Eine Auktion. Eine Auktion. Sind da jetzt. Da sind zwei Karten bei dem blauen Raum, ne? Wenn du eine zulegst, können wir danach looten. Ja, würde ich gerne. Geil. Stark, one for the team. One for the team. Das weiß man ja nicht. Wer ist mit mir da? Du, ne? Mal vom Positiven aus kennst du. Es ist noch nicht lootbar. Aber wir können ja mal schön den Raum füllen, oder? Ja, wir füllen den Raum. Ich möchte den gerne füllen, Max. Mit, ja, mit deinem negativen X. Alright, ich fülle auch mal den Raum ein bisschen auf. So, ich kann jetzt ja mir einen schnabbeln, ne? Oder vote, oder aber überprüfen darf ich nicht, ne? Was denn? Wo bist ich du? Ich darf Esther nicht überprüfen jetzt, ne? Du darfst hier Gesundheit. Aber wolltet ihr nicht den Raum looten, damit sie jetzt eins drauflegt, damit du es looten kannst? Oder warum willst du jetzt prüfen? Nee, weil ich will meine Option prüfen, ob ich sie jetzt auch prüfen könnte. Ja, das, ja. Also. Aber du nimmst natürlich. Ja, mischen. Also jetzt. Mischen. Ja, ich misch. Gut mischen, bitte. Ey, guckst du bitte da nicht hin? Ich traue ihm einfach nicht bei allem. Er ist Magier. Den traut man nicht. Zieh mal eine Karte. Sehr gut. Stark. Das hast du wirklich stark gemacht. Das war die Karte von Esther. Ja. Und nicht Esther ist unschuldig. Ich hab die reingegangen. So, damit dürfen wir uns ein Buch in die Cafeteria hier legen. Boah, die braucht auch vier Bücher. So, du hast, jetzt bin ich dran. Du hast hier schon zwei reingegangen. Yes, genau. Ich könnte jetzt als Aktion aber auch Puls messen. Einfach impossible. Ja, seinen Zustand prüfen, ja. Aber das wäre ja dumm. Ja. Weil wir wissen ja noch gar nicht, also wenn er tot wäre, kann ja nur ichs gewesen sein. Exakt. Ich hätte nur eine Begegnung quasi. Also wäre es dumm, weil du dich damit aufdecken würdest. Ja. Ich überlege gerade, ob aber wenn du, aber wenn du, aber wenn du, aber könnte ich mich überprüfen? Weil wenn ich tot bin, dann wissen alle, wer der Mörder ist. Das stimmt. Darf man das? Nein, man darf sich nicht selber prüfen. Okay. Aber du kannst seinen Zustand prüfen, damit natürlich beweisen, dass er lebt. Naja, aber das bringt ja nichts, er kann ja lügen. Als Mörder dürfte er lügen. Und er ist der Einzige, nur wenn er der Kultist ist, kann er lügen. Ja, aber er ist ja der Einzige, der ihm Karten gegeben hat. Ja. Also das selbst heißt, wenn man sagt, ah, guck mal, der lebt noch, weiß man nicht, ob der wirklich... Exakt. Ich muss es nicht zeigen. Es bringt nichts. Also ich würde es nicht zeigen müssen. Bringt gar nichts, wenn du das jetzt mich an, da Fabian gerade schon wieder. Wie kommst du denn bis zu mir? Dann lege ich da auch eine Karte auf den Stapel. Wir können doch nicht looten, ne? Nee, jetzt dann, wenn du es machst. Könnt ihr beide gleich richtig geil looten. Aber man muss ja den Raum voll kriegen, sonst zählt das nicht, oder? Krani? Bitte? Man muss ja den Raum voll kriegen, ne? Ja. Also es wäre schon irgendwie geil, wenn man sich absprechen würde, ja. Dass man Räume quasi lootbar macht, wo auch Leute dann reingehen. Ja. Sonst hast du überall am Ende zwei und kein voll. Ja, können wir das einmal kurz besprechen? Das ist ein sehr guter Hinweis von Nils. Wir sollten uns einmal absprechen, die Räume, die wir jetzt gleich looten. Aber es ist ja sowieso relativ klar, was jeder machen kann. Ich kann ja gar nicht viel anders machen. Also, was soll ich anderes machen? Ach so, das. Also, es ist ja nicht so, dass ich die komplette Freiheit habe, wohin ich gehe und was. Naja, aber man hat ja, jeder hat ja seine Dingsbums. Und wenn man jetzt sagt, okay, man konzentriert sich auf meinetwegen zwei oder drei Räume, weil du kannst ja auch zwischen den blauen Alternativen und so weiter oder zwischen den whatever und dann sagst du halt, okay, wir nehmen die dunkelblauen und den roten oder Sinn, sowas. Kommt ja wieder öfter hin auch, ne? Genau, und dann kann man halt die einen füttern die Karten an und die anderen holen sie dann weg. Maxi ist auch für dich wichtig, weil wir wissen, du kannst dich überall hin bewegen, aber. Ja, ich versuche trotzdem auf eine Art zuzuhören. Ey, aber wenn ich jetzt. Trotzdem. Auf eine Art. Okay. Also ich kann auch immer da bleiben, wenn es auf der Karte stehen würde, ne? Ja, wenn jetzt auf deiner Karte ein Pinsel ist, bei Zug 3 kannst du da bleiben. Gut. Oder? Nee, der muss sich ja bewegen.
Und es wird nicht sein, dass er direkt danach wieder da bleiben kann. Es geht ja nicht. Und hat das eigentlich eine, es gibt ja mehrere gleichartige Räume, aber haben diese 1 und die 2 was zu bedeuten? Nee, ne? Nee, das sind zwei unterschiedliche. Ach, die werden unterschiedlich. Ach so, ja, weil. Ja. Okay. Aha. Schade. Sie gehören nicht zusammen. Ich komme ja gar nicht dahin. Aber die Studienzimmer zum Beispiel gehören dann zusammen. Also, wir haben jetzt, genau, weil wir haben jetzt bei dem einen, bei dem Zweierraum, das ist dieser hier, da haben wir jetzt schon eine Karte. Das heißt, wenn jetzt das nächste Mal jemand eine Möglichkeit hat, gehe ich in den oder gehe ich in den. Vielleicht sollte man eher in den gehen. Ja, ja, so, ja. Und das zweite, wo wir einen haben, ist der hellblaue, das ist der hier. Ja. So, der ist ja eh der einzig hellblaue, ne? Genau. Ja. Da sind ja auch vier. Ich kann in Runde 3 im Dunkelblau looten. Kann ich auch. Aber ja, ist gut. Ja, dann mach das doch. Aber ganz kurz, wer ist, aber wer ist denn überhaupt dran? Ich. Aktion? Ich, mit Aktion. Ich bin dran mit Aktion. Du hast gerade gemacht, ne? Du hast gezogen. Dann bin ich dran. Nee, und wir haben dich doch übersprungen. Nee, ich habe gelegt. Ich habe gelegt, du bist dran. Das ja, beim Laufen. Genau. Und ich lege jetzt auf den Stapel ein und dann können wir den auch looten gleich. In der nächsten, ja, wenn wir da nicht mehr sind, meinst du? Ich glaube, das macht Sinn, dass man alle Räume erstmal lootbar macht. Okay. Ja. Ja, irgendwie finde ich auch. Okay. Dann nächste Runde. Das Messer geht weiter zu Janina. Ich laufe. Wir sind jetzt in Runde 3, ne? Movement-Phase. Ja. Ja, ja, easy. Dann move ich zu dunkelblau, weil ich da Aktion haben kann und dann kann ich euch das letzte, also wenn es positiv ist, rausputen. Mhm. Wenn nicht, müssen wir dann nochmal 3 Karten drauflegen, damit der, oder nochmal generell Karten drauflegen und dann wieder looten. Okay. Runde 3, ne? Mhm. Better be positive. Muss man dann nicht das noch machen da? Nee, das ist erst nach dem Laufen. Aktion. Lilian. Okay. Das heißt, du ich kann hier gleich hier hingehen und looten. Du bist noch gar in meinem nicht Raum, ich weiß, wenn du kannst. Ich würde sagen, dann gehe ich da auch rein. Aber das macht doch keinen Sinn. Wenn er darf. Es ist doch nur noch eine. Wie viele Karten liegen doch, denn noch? Er kann doch drauf. Denn, ich kann doch töten. Drauflegen und er kann looten. Du kannst noch eine positive drauflegen für. Stimmt. Schon Chance erhöhen. Ja. Naja, das. Ja. Mehr wollte ich. Aber ihr müsstet euch auch austauschen jetzt. Genau. Jetzt müsste Janina ist ja dann gleich vorher dran. Also muss Janina die Karte reinlegen. Oder. Ja, aber so oder ich ziehe die und er legt eine Karte rein, weil ich ihm nicht traue. Können wir gleich nochmal sprechen. Okay. So, erstmal müsst ihr Puls austauschen, weil ihr habt euch begegnet. Ja, dass er da direkt wieder zurück kann, finde ich schon. Ihr seid euch begegnet. Möchte ich euch mal kurz in den Raum werfen, dass der ist auf eurer. Ist komplett legit auf einfach. Euren Laufkarten irgendwie, dass ihr direkt. Ja, nee, aber jede Laufkarte ist anders, ne? Ja, na klar. Ich wollte es nur mal so. Puls müssen wir noch austauschen. Ja. So. Ich bin so durchgepulst, glaube ich. Einfach so tot. Da kommt es zur Transaktion. Alright. Erstmal drauflegen. Man hatte irgendwie Bock zu gucken. Ja, auf jeden Fall. Ich habe fast keine Karte mehr. Ready. Mich aus. Mhm. Ready? Du kannst jetzt wieder zurück, ja? Also du konntest quasi von Fernsehraum in Kaffee und von Kaffeeraum in Fernsehraum. Das hat dir deine Movement-Karte gesagt. Ja. Kannst du gerne dir im Anschluss angucken. Richtig coole Movement-Karte. Das ist ganz anders als meine Movement-Karte. Die sind alle anders im Büro. Wie ist denn deine? Das ist nicht, aber es ist ein legiter Gedanke. Du ich kann nicht einfach oder? Zurück in den Raum. Von dir bezüglich mir verstehe ich. Ja, es sieht komisch aus. Ja, ja klar, ist auf jeden Fall gut, drüber nachzudenken. Habe ich ja auch recht. Ja, sind wir uns doch einig. Ist doch Hammer. Aber ich habe erstaunlich viel Puls-Scheiße, als ob ich noch lebe. So. Kann ich doch jetzt noch gar nicht, oder? Aber gleich. Ja. Genau, und ich gehe nämlich hier rein und kann hier gleich looten. Und dann können wir uns mal ein bisschen auf die hier konzentrieren. Warum denn? So, jetzt kommt die Aktionsphase. Genau, erst. Ich bin noch dran. Ah ja. Stimmt, Entschuldigung. Ich würde gerne. Sitzt du schon die ganze Zeit hier? Ja. Oh. Ich gehe in den Kontrollraum auch. In den roten. Mhm. Um Nils umzubringen? Ja, klar. Ihr müsst pulsen. Ihr müsst pulsen. Ey, wir sind schon viel zu. Muss man pulsen, auch wenn man schon mal gepulst hat? Ja, weil wir hier in neuen Begegnungen immer wieder. Dankeschön. Also man pulst sich immer bei jeder Begegnung. Ja. So begrüße ich dich jetzt auch mal. So, jetzt ist aber dann noch die dritte. Ja, jetzt dritte erstmal Aktion. Aktion. Und die bedeutet. Wend. Offene Geheimtüren. Alle Räume, keine Gänge in derselben Farbe zählen als verbunden, bis ein neuer Ereignismarker aufgedeckt wird. Dies kann sofort Begegnungen auslösen, also falls sich zwei lebende Charaktere in verschiedenen dunkelblauen Räumen aufhalten. Ist das bei uns der Fall? Ja. Ja, wir haben eine Begegnung, Eddie. Und ihr auch? Nee, ja. So und so eine. Die hatten ja eben schon eine. Ach so, wir haben jetzt auch eine Begegnung. Wir haben jetzt eine Begegnung, weil wir beide in Pink sind. Ja, okay. Hier.
Ey, da sind doch schon längst drei Leute tot. Ja, safe. Ich habe drei Karten auf meinem Stapel. Okay. Du auch jetzt mittlerweile, ne? Drei, ja. So. Aber ich weiß es noch nicht, ob ich das bin oder nicht. Ich hab jetzt Aktion zuerst, ne? Ja. Weil ich Maxi nicht traue, möchte ich keine raufschmeißen. Du kannst du gerne eine raufschmeißen, dann können wir die nächste looten, aber ich will erst. Ja, aber danach ist sie nicht mehr lootbar. Der Raum ist dann nicht mehr lootbar. Ja, da ist ja kein. Ja, wenn er aber eine draufschmeißt. Ne, ich kann sie ja nicht draufschmeißen und looten. Ja. Naja, eben, aber das könnten wir doch so und so nicht. Wir können eh nur eine angucken. Nö, wenn du drauflegst, kann ich doch looten. Ja, ja, aber so deswegen kann ich looten und du legst drauf. Verstehe, das ist halt. Aber sind wir uns sicher, dass da was Positives ist? Es war jetzt schon mal einmal, das wir eben nicht. Nee. Wissen kann man es nicht, aber und es wurde. Und wir können ja nur Janina. Ich kann die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass was Positives ist. Genau, indem du da jetzt was drauflegst. Ja, okay. Was Positives. Ja, ja. Dann macht es mehr Sinn. Und da haben wir doch auch schon die Sabotage gefunden, oder? Ja. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jetzt was Negatives ist. Dann jetzt habe ich gerade auch. Wird Janina die Sabotage kann ja random gewesen sein. Ey, wenn das Maxi jetzt trotzdem negativ manuell war. Eine hingelegt. Ich würde jetzt looten. Ja. Ja, musst du mischen. Misch das ordentlich durch. Kannst du bitte ein bisschen runterhalten? Sorry. Ich kenne meine, aber die anderen. Okay. Nice. Positiv. Nice. Nice. Geil. Eher so shit. Ey, Leute, das nee, ich war safe. Gut, jetzt haben wir zwei Punkte. Wir haben zwei Punkte. Stark von uns. Nice. Wir müssen 7 haben. Ne? Ja. Das heißt, wir nehmen jetzt noch den hellblauen oder was? Dann hätten wir 5 und dann können wir noch einen Zweierraum. Nee, warum denn ein Zweierraum reicht doch? So viele Leute. Rosa, weil der kann Fabian looten und ich und Räume. Auch in Rosa bin. Ganz kurz, Leute, Plan. Ja. Ja. Wir machen hellblau noch. Und Rosa. Und Rosa. Okay. Ja, okay. Kurze Frage, warum machen wir nicht Rot? Rot hat auch schon 3. Weil ja, wir brauchen nur 2 bei Rot. Dann hätten wir 2 von Rot plus 2 von Dunkelblau sind 4. Und dann brauchen wir nur noch einen Dreierraum. Und da sind wir bei Türkis schon, hatten wir schon einen. Und der ist schon ein Dreierraum. Ach so, ja. Wenn wir den jetzt nehmen. Ja. Ja. Statt Rosa, ja. Und den Roten. Ja, finde ich gut. Aber dafür, wer kann denn noch alles in den Roten kommen? Ich könnte in den Roten auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade im Roten halt. Also den vierten kann ich in Rot. Ich auch. Aber da komme ich ja gar nicht hin. Ich kann dieses Spiel nicht mehr in den Roten. 1, 2. Also ich kann noch, ja. Ich kann auch noch in Roten. Ja, finde ich eine gute Idee, dass wir Rot nehmen noch. Und Dunkelblau. Und ja, also dann hellblau. Den. Ja. Also den haben wir, also brauchen wir nur noch diese beiden dann. Ja. So, und das ist doch eigentlich ganz geil. Ja. 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 So, wer ist denn jetzt dran? Achso, und halt hellblau, ja. Wer ist du hast dran? Gemacht, also bin ich. Ich habe schon gelootet, ja. So, jetzt bin ich dran. Und jetzt folgende Situation. Wir haben jetzt super viele Karten schon ausgetauscht, sodass ich mir schon vorstellen kann, dass die. Dass es schon 3 Leute gibt, die tot sind. Das Problem ist, wenn wir jetzt weiterspielen und 3 Leute sind tot und wir voten nicht, dann hat der Mörder gewonnen. Sodass ich eigentlich gerne mal anfangen würde, zumindest mal zu überprüfen und zu gucken. So, in dem Fall, wenn jetzt Esther tot ist, dann können wir zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, noch ganz gut nachvollziehen, mit wem du Interaktion hattest. Mhm. Du hattest nämlich mit mir Interaktion und ich glaube mit Janina. Noch mit irgendjemand anderem? Also, ich glaube nicht. Du hast ja 3 Karten. Also hast du mit Kranen? Ja, ich hab zweimal mit Janina. Wir haben zweimal interagiert und einmal hast du. Ja, dann überprüf sie. Ja, mit Janina. Das heißt, wenn du tot bist, dann weiß ich, dass es Janina ist. Naja, oder du warst. Ja, oder ich kann es auch sein, aber ich persönlich weiß es und ich würde dann sofort ein Vote machen und sagen, okay, du bist dann das Spiel vorbei. Positive gegeben. Dann prüf sie. Ja, dann prüf sie mal. Ich habe keine Angst, kann er jetzt prüfen? Ja, in welcher Phase sind wir jetzt? In der Aktions- oder Movement? In der Aktions. Okay, dann würde ich gerne Esther einmal prüfen. Guckst du dir die Karten an? Guck dir die mal an. Ziemlich nur gespannt. Und? Aber ich darf nichts sagen, oder? Doch, du sagst jetzt, ob sie. Du darfst lügen, wenn du der Kultist bist. Also, wenn du der Kultist sagen, bist. Tot ist du musst schon sagen, ob sie lebt oder aber okay, die Info teile ich mit euch. Okay. Also, warte, ganz kurz. Wenn du der Kultist bist, dann darfst du. Wenn du der Kultist bist, dann darfst du natürlich lügen und sagen, sie lebt noch. Du darfst nicht lügen und sagen. Aber wenn du nicht der Kultist bist, dann musst du. Und der Brandstifter? Sie ist tot. Nee, der ist. Warte kurz, Fabian. Ermittler. Wenn sie nicht tot ist, darf er als Kultist sagen, sie ist tot? Das, nee, ne? Ja. Doch, da. Auch? In die Richtung darf er auch lügen? Ja, Lügen ist Lügen. Aber sie ist nicht tot. Okay. Und das ist gut, weil. Weißt du, dass du mir vertrauen kannst? Ja, ich weiß zumindest, dass du ihr nicht bei erster Gelegenheit sofort die Karte untergejubelt hast. Das kann natürlich sein, dass du sie aufbewahrt hast. Aber ich gehe mal davon aus, du bist jetzt erstmal, bist es nicht. Esther kann es sein. Das heißt, du könntest theoretisch auch tot sein. Ich bin nur, ja. Ja, aber zumindest.
Aber dir ist der Verdacht nicht mehr so groß. Außer er lügt. Es kann natürlich sein, er hat sie umgebracht, aber sagt jetzt, sie ist nicht tot, um sich selber aus der Schusslinie zu nehmen. Ja. Diese Möglichkeit gibt es natürlich auch. Aber dann kann ja auch jemand anderes sie nochmal überprüfen, da bin ich auch fein raus sozusagen. Genau. Ja. Das stimmt. Dann, da kann auch der Nächste, der mit Esther im Raum ist, überprüft sie und dann wisst ihr, ich bin entlastet. Das stimmt eigentlich gar nicht mal so. Das ist eine sehr gute Idee. Ja. So. Gut. Dann sehen wir, ob Nils gelogen hat. Genau. Bleib da mal, nee, darfst du nicht. Eddie, bring uns mal nach vorne. Ja, ich kann ja aktionstechnisch, kann ich jetzt nicht viel machen, außer da eine Karte hinlegen, oder? Ja. Richtig. Darfst du in dunkelblau gehen? Du läufst vor mir. Dann oder kann ich noch was anderes? Nee. Aber Moment, wir sind doch jetzt verbunden. Aber der bringt nichts. Ja. Ja, dunkelblau. Heißt das, ja, ich kann jetzt auch hier eine Karte ziehen? Ich, ja. Das, der geht nicht mehr. Ja? Ja. Ach so, das ist alles. Müsste ja, eigentlich ja. sein, ja. Damit das macht doch mehr so. Ja, mach das mal. Vorher mischen. Weil man weiß, wer die letzte Karte gelegt hat. Wer hatte da die letzte Karte? Ich wollte gerade fragen, ich weiß es. Ich war das. Okay, perfekt. Und ich deck die auf? Ja. Ja. Stark. Stark. Aber das wollten wir gar nicht. Ja, halt echt, ne? Also wir ja, aber bringt ja nichts. Ich habe ja nur die Wahl zwischen hier eine Karte hinlegen oder da hinlegen. Der ist doch verbunden jetzt. Du hättest ihn doch auch überprüfen können, zum Beispiel. True, ja. Ja, das hätte die mir vorher sagen müssen. Gehen jetzt eigentlich danach alle hier in den roten Raum oder was? Nee, wir teilen uns doch irgendwie auf. Ja. Also ich muss in den roten Raum. Aber ist ja nicht schlecht. Jetzt haben wir mehr Optionen. Ist ja auch gut. Soll ich Eddie mal überprüfen? Ja. Ja. Und mal gucken, ob der noch lebt? Ja. Wir haben aber schon ausgetauscht. Also du könntest mich selber umgebracht haben. Nee, haben wir nicht. Doch, wir haben ausgetauscht, weil wir verbunden waren. Ja. Stimmt, ja. Ich habe nur Maxi und dich getroffen bislang. Gut, Maxi zweimal? Maxi zweimal. Ja. Mhm. Ja, da musst du die nicht auch erst mischen, bevor du die anschaust vielleicht? Nee, das ist ja leid. Nee. Obwohl, warte mal, ob du die Reihenfolge kennst. Ja. Ne? Genau. Aber ich sag's, ja, stimmt. True. Aber der Typ ist quicklebendig. Glaube ich dir nicht. Quicklebendig? Quicklebendig. Glaube ich dir irgendwie nicht. Ja, mit 1000 Karten. Der ist quicklebendig. Also du hast mich nicht umgebracht und Maxi hat mich nicht umgebracht. Ja. Mich hat auch keiner umgebracht. Ist ja schon mal gut, ne? Der Typ. Stimmt dir überhaupt nicht? Ja, oder jemand hat die reingemischt. Nur für den. Und nach dieser, ich weiß nicht, welches Spiel das war, du brauchst mich gar nicht angucken, mit diesen Hundeaugen. Das ist für alle Zeiten das Vertrauen zerstört. Weiß genau, was welche. Wie hieß das Spiel? Einen auf unschuldig gemacht hat am Ende. Jedes Spiel bei dir. Ja, nee, aber das jedes war noch eine Social Deduction Game mit, da hat er noch mit mir. Nee, das ist, ich will gar nicht da in diese Teufelsaugen gucken. Okay, dann ist die Runde vorbei. Ich habe ich schon was gemacht? Ja, du hast mit der Runde an. Nee, du bist noch dran. Entschuldigung. Esther sitzt schon die ganze Zeit da. Wann bist du denn dabei? Entschuldigung. Ist okay. ja, dann würde ich sagen, ach, soll ich dich jetzt überprüfen oder soll ich. Looten. Ach so, das würde nicht so viel Sinn ergeben, wenn du mich überprüfst. Nee, loote. Weil dadurch, dass du lebendig bist, bist du ja auch potenziell Mörder. Weil du natürlich dann. Ganz kurz, du bist ja nicht ermordet worden. Wenn du jetzt Mörder bist und du überprüfst mich und sagst dann natürlich, ich lebe, weil wenn du mich umgebracht hast, lügst du natürlich und dann. Verstehst du, was ich meine? Aber du hast mich doch auch überprüft. Genau, das heißt, ja, ich habe Informationen bekommen. Aber wenn mich jemand anderes überprüft. Ist das besser, als wenn du mich überprüfst? Aber hast du nur Esther getroffen bislang? Nein. Nee. Nein, ich habe diverse Leute, ich weiß gar nicht mehr, wen alles. Kann schon Sinn machen, dass du ihn überprüfst. Okay, dann machst du aber willst du. Wollen wir nicht unser Ziel? Ja, willst du nicht lieber die Karte jetzt ziehen und dann überprüft mich jemand anderes? Der Point, ja, okay. Dann loote ich den Raum. Mischen. Mal das Gegenteil machen von ihm. Also, ich traue ihm auch nicht. Ja, mischen. Was er sagt, ist macht Sinn und ist clever. Ich verfolge jetzt unser Ziel. Also, wir können ja mal kurz mal so zusammenfassen, wo ich jetzt zum Beispiel gerade gedanklich stehe. So, ich habe Esther überprüft, Esther lebt. Das heißt, Janina ist für mich jetzt erstmal nicht mehr so im Fokus, weil du hast sie getroffen. Esther, also ich rede nur von meiner Perspektive, okay? Ja, aber das ändert ja nichts daran, dass sie dich mal überprüft. Nein, da bin ich ja voll bei dir. Natürlich müsst ihr das machen. Voll, auf jeden Fall. Ja. Ich meine, also Esther ist für mich jetzt noch im Fokus, weil dadurch, dass sie lebt, wurde sie nicht umgebracht. Und sie hat zwei Interaktionen gehabt. Ja. Und ich weiß für mich selber, okay, das kann sein, dass ich tot bin, das kann sein, dass du tot bist. So, wenn sie da kalt ist, hat sie gerade zu einer schlechten Aktion für sie gebracht. Falls sie der Kalteste ist, weil sie gerade uns geholfen hat und nicht. Weil sie eine Karte gezogen hat. Ja. Ja, aber sie muss ja aus dem Fokus raus. Deswegen. Ja. Und das zweite ist, dass Fabian gerade gesagt hat, Eddie ist quicklebendig. So, und das Ding ist, wenn Maxi und Eddie hatten zwei Austausche schon. So, das heißt, Maxi hätte Eddie getötet in einem dieser beiden Austausche. Das heißt, in dem Moment, wo Eddie nicht tot ist, können wir eigentlich fast Maxi rausnehmen. Ja. Weil, wenn Fabian lügt, weil er der Mörder ist, dann ist Maxi ja trotzdem entlarvt.
Endverbrecher. Oh, Endverbrecher. Ich bin safe. So, das heißt, wenn Fabian lügt, ist Maxi das nicht. Und wenn Fabian die Wahrheit sagt, ist Maxi das auch nicht. So, dass ich für meinen Teil Maxi ausschließen würde, dich ausschließen würde und mich ausschließen würde. Das heißt, einer kann dich ausschließen. Du schließt dich selber aus. Ja, alles andere gibt ja keinen Sinn. Ja, stimmt. So, ich würde gerne. Also, aber was ist nochmal mit dem Brandstifter? Damit ich auch dich ausschließen kann. Der hat nur Raumkarten. Ja, lass mal ganz kurz, Leute. Wir reden ein bisschen zu viel durcheinander. Lass die Leute ausreden. Stell dir vor, die sitzen so abends oder liegen im Bett und sagen, ey, noch eine Folge, du bist, und jetzt ist so ein Pff. Ja. Okay. Weiter spielen. Halt doch mal die Karten. Es ist nur mein Raum, meine Ruhe. Nee, ich habe auch andere Karten. Hast du nicht. Jetzt bin ich wirklich dafür, dass wir alle deine Karten sehen. Okay. Movement-Phase jetzt, oder nicht? Nee, wir sind doch noch in der Diskussionsphase. Wir können nicht bei Among Us einfach eine Person einfach mal, das ist die Matteo-Nummer. Matteo sagt einfach, beschuldigt alle und hält sich raus und sagt, so ist es. Stimmt, müssen wir nicht nach jeder Runde einen ausvoten? Eine. Nee. Okay. Nee. Aber dann hat Esther gerade ihre Aktion gemacht und jetzt fängt Laufen wieder an. Und zwar Maxi fängt an, weil er jetzt das Messer hat. Was ich nicht für sehr gut behalte. Was willst du, Eddie, was stört dich gerade? Ja, mich stört alles, was Nils gesagt hat, natürlich. Ja, aber weil Nils, weil du einfach dich rausnimmst anhand deiner eigenen Logik, aber du könntest genauso gut Mörder sein. Ja, deswegen habe ich ja mehrfach von Anfang an gelogen. Ich habe mehrfach gesagt, dass es total Sinn ergibt, dass einer mich überprüft. Ja, nur Esther nicht. Nein, natürlich nicht, weil Esther lügen könnte. Deswegen jeder könnte aber lügen. Jeder Nein, könnte. Max, doch, ich weiß warum, weil er gerade quasi ihre Begegnung entlastet hat, was heißt, dass noch Negativkarten fehlen. Wenn irgendwo, es stimmt, was er sagt. Ihr geht davon aus, dass es stimmt, was er sagt. Es könnte, wenn das die Wahrheit ist, dann ja. Aber wenn er lügt, dann nicht. Also ich gehe mal davon aus. Eine vertrauenswürdige Person muss Esther prüfen, um ihn zu. Genau, wenn du lebst. Wenn du lebst. Du hattest zweimal einen Austausch mit Maxi. Ne? Ja. So, was heißt, wenn Maxi dich zweimal nicht umgebracht hat, dann. Also das glaube ich einfach nicht. Das kann natürlich sein, dass er einfach nicht mördert, obwohl er der Mörder ist. Aber ich gehe mal davon aus, er hat zweimal die Chance gehabt. Einmal hätte er dich bestimmt getötet. Ja. Wenn Fabian sagt, du lebst, wenn dann er lügt, auch nicht, ob das nein, stimmt. Aber wenn er lügt, muss er der Mörder sein. Dann kann Maxi der Mörder nicht sein. Und wenn er die Wahrheit sagt, dann hat Maxi dich zweimal verschont. Ja. Das heißt, für mich ist momentan Maxi derjenige, den ich am ehesten nicht verdächtige. Moment, wenn Maxi mich umgebracht hat, Fabian überprüft und sagt, ich lebe. Ja, dann er darf doch nicht lügen. Er sieht doch, dass du tot bist. Wenn er nicht der Kalteste ist. Ich habe auch nicht gelogen. Eddie lebt. Warte mal, es gibt zwei, die lügen dürfen? Nein. Ich wollte gerade sagen, ja. Das heißt, wenn er lügt, ist Maxis nicht. Und wenn er nicht lügt, ist Maxis auch nicht. Aber, aber ich dachte, Maxi hätte ihn ja auch verschonen können. Ja, aber das macht man das zweimal? Ja, aber kann er? Ja, geil, das ist nicht aber ist der Einzige, da gebe ich Nils recht, aber Nils ist trotzdem verdächtig. Ja. ich gebe Nils bei dieser Nein, wir sind uns alle einig, dass Maxi, wenn du die Wahrheit gesagt hast, dann würde das bedeuten, dass Maxi zweimal nicht gemordet hat. Oder das würde ihn zumindest in der Wahrscheinlichkeit, dass er nicht der Mörder ist, höher. Ja. So. Und deswegen könnt ihr gerne, das kann sein, dass er das vielleicht super gespielt hat. Und das, wenn wir auf dieser das Säule. Das traut dir Nils nicht zu, dass du das super gespielt hast. Es kann natürlich sein. Und dann hat er aber auch super gespielt und verdient das auch. Was ich damit sagen will, ist, überprüft du mich doch. Überprüft du mich doch. Für mich ist nur klar, es macht schon Sinn, wenn die Leute, die sich gerade vor allem zweimal begegnet sind oder sowas, sich nicht gegenseitig überprüfen einfach, oder? Das ist ja auch. Ja. Und ich würde sagen, wir spielen einfach mal weiter. Ja, wer ist denn dran? Okay. Maxi, laufen. Ja, wer ist denn dran? Maxi, ich laufen. Wir sind in der Movement-Phase. Wir sind in der Movement-Phase. Das stimmt schon. Wir sind in der vierten Runde. Vierte Runde Movement-Phase, Und wir haben noch gesagt, wir machen diesen. Und wir haben gesagt, wir machen das. Das kann ich gleich machen. Ich auch. Könnte ich auch machen, aber ich kann auch einfach hier rein. Warte mal. Wo willst du hin? Da? Ich könnte. Weil ich gehe auch gleich da hin. Dann könntest du mich überprüfen zum Beispiel. Also geh nicht in Rot, weil ich weiß, dass ich da hinkomme in der nächsten Runde. Oder? Ja gut, dann gehe ich in die Kaffeterie. Komme ich da mit drei Zügen hin? In Rot? Ich auch gerade eins, zwei, drei. Ich komme da. Das ist ein extra Schritt. Ja, ja, nee, komm ich da nicht hin. Komme ich da gar nicht hin? Was mache ich denn dann? Ach, überprüfen. Okay, ich laufe eher als letztes. Bis dahin steht die da komplett woanders. Ich kann ja also ich kann nur in diesen Kontrollraum. Ich würde gerne dich überprüfen. Da kommst du ja nicht hin. Kannst du irgendwo hinlaufen, wo ich hinkomme? Damit ich nicht entlassen oder belassen kann. Achso, warte mal, wo bist du denn? Ich bin 1, 2, okay, scheiße. Dunkelblau oder orange? Ja gut, dann muss ich. Dann geh doch in orange, weil dann kann ich dich überprüfen. Moment, warte, von dunkelblau kannst du dich beamen, aber zu dunkelblau, oder? Und dann ist das noch Phase? Ja. Nee, das ist jetzt vorbei. Achso, das ist schon wieder. Okay, das heißt, du kommst da nicht hin? Ich komm da nicht hin, Wo kommst du denn hin? Dann komm ich noch hier und jemanden überprüfe, weil weder dunkelblau noch orange. Ich glaube, wir können gemeinsam diskutieren, aber verschiedene Absprechungen, das kriegt der Zuschauer nicht mehr mit. Ja. Ja, also ich bin hier in diesen Studierraum gegangen. Wir machen es, wenn das war die einzige. Da müssen wir schon wieder austauschen. Yes.
Zum dritten Mal. Also jetzt ist es wirklich safe, ob er dann lebt oder nicht. Weil wie viel Positivkarten hat der Kaltes? Drei. Zwei? Drei. So. Drei Positivkarten? Oder zwei. Das ist wichtig. Drei. Das macht dich auch nicht weniger verdächtig, wenn du solche Fragen stellst. Ja. Nein, aber ich will nur wissen nach deiner Logik, weil du meintest, das sind sich zweimal. Ich müsste, wenn ich jetzt Maxi überprüfen könnte, dann kann ich nicht. Und das stimmt immer noch. Und du wärst tot, dann wüsste ich automatisch, wer der Mörder ist. Ja. Davon ausgehen, dass ich natürlich nicht der Mörder bin. Ja. Ja. Du hast leider mich und Janina getroffen. Ja. Bislang. Genau. Also müsste. Wer läuft denn jetzt? Ja, okay, egal. Aber du kannst du da bleiben? Ich kann, man darf ja nicht bleiben. Man muss sich ja bewegen, hieß es vorhin. Ja. Also kann ich dich nicht überprüfen. Okay. Im nächsten Zug. Nils ist dran. Mit Movement. Genau, und ich move. Den wollten wir ja nehmen. Mhm. Deswegen move ich da wieder hin. Und? Eddie? Ganz kurz, ne? Der Brandstifter muss bis Ende der fünften Runde seine Misserfolg- und Sabotagekarte verteilt haben, sonst stirbt er oder sie. Und das muss man dann sagen? Oder ja. Woher wissen wir das, ob das stimmt? Okay. Jetzt sind wir in welcher Runde? Die vierten. Das heißt, ich kann in Fernsehraum und Pinsel. Wo kommst du hin? Fernsehraum und Pinsel darf ich. Im Fernsehraum komme ich nicht. Achso, okay. Also kann ich nur in Pinsel gehen? Oder muss ich jetzt in einen dieser Räume gehen? Oder heißt das nur. Nee, du darfst. Nö. Du kannst aber du kannst dann nichts machen, oder? Außer begegnen. Ja, wenn du offen. Nee, ich könnte hingehen und eine Karte ziehen. Nee. Ah, nee, ja, in der nächsten. Aber er darf jeden Raum betreten. Halt ja, ja. Aber dann, okay. Das bringt halt manchmal weniger was. Aber du könntest ja vielleicht vorausplanen, ja. Wenn du sagst, ja, weil Pinsel würden wir jetzt ein neues Fass aufmachen. Nein, würde ich nicht machen. Mhm. Aber kannst du, also ja, das Ding ist, du musst ja was, den. Wo kann ich denn im fünften Zug hin? Im fünften Zug kann ich ins Labor und in die Bücherei. Und Bücherei bringt uns auch nicht viel. Weil Labor haben wir schon. Du kannst ja auch deinen fünften Zug. Aber man könnte noch ein Labor machen. Ich könnte hier hingehen. Geh hier hin. Ins Labor. Hier? Dann hätten wir schon, weil das kriegt man ja schnell voll, das Labor. Ja. Ja, da müssen erstmal noch drei Karten liegen und dann darfst du erstmal anfangen zu looten, so vier Runden. Ja, aber die Alternative wäre Bücherei, wo das Ganze noch. Du kannst ja deinen nächsten Zug vorbereiten, wenn du in die Richtung läufst. Kannst du vielleicht in dem Zug danach in einen relevanten Raum kommen? Das wäre halt erst in Zug 6 kann ich in Fernsehraum. Was ist denn dein Zug 5? Aber wir sind halt jetzt, das ist erst in zwei Zügen, also passiert noch viel. Das ist doch jetzt Zug 4. Ja, und erst in Zug 6 kann ich erst in Fernsehraum. Du kannst ja deinen fünften Zug vorbereiten. Wo kannst du denn, darf er sagen, wohin er in 5 kann? Er kann ja auch lügen, oder? Ja. Habe ich ja gerade schon. Wo kannst du in 5 hin? Bücherei und Labor. Achso. Das bringt uns nichts, sag ich ja. Hä, schon wieder? Hä? Ich denke, jetzt bist du Bücherei und Labor. Nee, jetzt bin ich Pinsel und Fernsehen. Hm. Danach bist du Bücherei und Labor. Ich habe ja nur gesagt, ich gehe nicht in den Pinselraum, weil es nichts bringt. Aber du kommst auch nicht zum Fernsehraum mit deinen Zügen, ne? Eder? Sorry. Du weißt, von deinen Zügen her kommst du in dem jetzt nicht in den Fernsehraum. Nee. Deshalb sage ich ja, ich habe jetzt die Wahl, entweder ich kann in den Pinselraum gehen, eine Karte ziehen, dann machen wir ein neues Fass auf. Ja, das bringt auch nicht so. Aber vielleicht ist das auch nicht schlecht, wie gesagt, wenn oder du kannst jemanden weil ich glaube, dass natürlich die Idee, sich auf was zu konzentrieren, ist von der Idee her gut, aber von der Praxis her wird es nicht klappen, weil wir einfach nicht uns so frei bewegen können. Mhm. Deshalb ist es, glaube ich, vielleicht sinnvoll, dass wir uns einfach die Option halten, in möglichst vielen Räumen looten zu können und zu looten. Ja. Damit jeder im Laufe des Spiels die Möglichkeit hat, schnell Punkte zu machen. Du kannst auch eine Prüfung vorbereiten, dass du dich jetzt der vor dir, von den Leuten, die vor dir gelaufen sind, die sich nicht mehr wegbewegen können. Stimmt, ich kann Nils im nächsten. Nee, der geht ja weg. Nee, Nils ist schon gelaufen. Nils ist schon gelaufen. Ja, aber in der nächsten. Könntest du. Und bei der Aktion kannst du ihn prüfen dann. Ja. Deswegen darf er in den Raum, wo er nicht eine Farbe hat, eine Aktion machen? Nee. Ey, ja, aber eine Charakteraktion schon. Ach, okay, das heißt, er kann mich da drin prüfen. Aber wenn ich jetzt da reingehe, tausche ich ja mit Impuls aus. Ja. Ja, das stimmt auch, ja. Ja, und? Ja, wenn du einen negativen Impuls hat. Ja, dann könnte er mich umbringen. Dann prüfen wir dich. Naja, aber du aber ich mich doch. Aber dann wisst ihr nicht mehr, ob es. Aber ich finde es schlauer, als dass du in einen random Raum gehst. Ja, dann mich doch, ja. Klar, dann mach das doch. Das wollte ich. Ja, aber das Problem ist, du kannst mir jetzt eine Karte geben. Ja, und? Aber jetzt ist es so. Ich find's clever zu prüfen, oder? Hör mir doch mal zu. Ja. Wenn mich jetzt einer prüft und ich bin tot, wissen wir, dass Janina der Mörder ist. Wenn ich jetzt hier hingehe, wir tauschen eine Karte aus und ich bin tot, wissen wir nicht mehr, dass Janina der Mörder ist. Weil dann könntest du auch der Mörder sein. Ist einfach so.
Ja. Gewissheit, naja, also diese Gewissheit haben wir da nicht. Erstmal kann Fabian ja auch gelöst. So, ja, nein, nein, ich hatte eine Idee. Jetzt sind wir genau an dem Punkt, wo du vorhin gesagt hast, Ich sage jetzt was. Wir haben uns schon ausgetauscht. Eddie, hör mir mal zu. Sag mir erstmal, ob das stimmt. Wir haben uns ausgetauscht. Ja. Okay, weil dann stimmt nicht, was ich gesagt habe. Ganz kurz. Eben, dann kannst du ihn prüfen gehen. Nein, Idee. Du gehst hier hin, ihr müsst euch austauschen. Und ich komme gleich dazu und überprüfe dich. Und wenn du tot bist, wissen wir, dass es Nils ist. Aber du musst auch austauschen. Nee, wissen wir nicht. Nein, muss ich nicht. Weil das Licht ist an und wir sind jetzt zu dritt da. Ja, okay. Okay, ja, nochmal. Aber warte mal, das ist schon Quatsch. Also, du hast ihn doch auch. Du könntest ihn gelogen haben und umgebracht. Genau, aber ich bin ja nicht, der Lügner. Ach so. Aber okay, das sagt ja jeder von sich. Okay, ja, dann vertraut mir nicht. Aber ja, vertraut mir nicht, aber weil ich mit beleidigt sein müsste mich auch nicht überzeugen. Ja, aber das Ede, ist es nicht schlauer, dass du ihn trotzdem prüfst, weil du mehr Gewissheit hast, als dass du eine random Karte im Pendel ziehst, die wir nicht fertig haben? Ja, geh mal hin und prüf ihn. Also es kann ja auch sein, das Problem ist, ich kann ihn ja jetzt noch nicht prüfen. Ich kann ihn erst nach dem Austausch prüfen. Genau, du kannst dich dahin bewegen. Und weil er sich nicht mehr wegbewegen kann, wirst du ihn prüfen. Aber wenn also es besteht ja auch die Möglichkeit, dass ich tot bin, ne? Weil ich hatte Austausch mit Esther und dann ich haben wir erstmal nur einen Toten. Das ist ja noch nein, aber dann so, wenn ich tot bin, dann könnte es Esther auf jeden Fall mal hart auch im Verdacht war, weil sie ja lebt und ich bin tot, ich kann mich nicht selber umbringen. Ja. So, und ich habe sie überprüft. Gut, du hast doch auch andere Leute getroffen? Nein, nur dich. Das ist doch nicht. Oh, okay. Ja, jetzt hat es sich langsam verklappert. Nein, nein, das war einfach nur ein Scherz von mir, über den ich ein bisschen mehr lachen muss als. Und dann hast du eine nervöse Geste. Er macht die nervöse Geste. Ich du hast recht gut, dass du es gesagt hast. Ja, ja, überprüft mich. Also, was soll ich sagen? Ja, ja, aber wen hast du denn getroffen? Esther habe ich getroffen, dann habe ich. Wir haben uns auch mal getroffen. Habt ihr euch getroffen? Wie viel habe ich da? Ich denke mal, gucken, wie viel ich habe. Ich habe zweimal Esther getroffen und einen anderen. Ich glaube, Janina, dich. Ich glaube, wir haben uns getroffen auch, oder? So, fuck it. Ich gehe jetzt dahin. Geh rein und bereite die Puls. So, wir müssen erstmal Puls austauschen. Und wenn er komplett positiv ist, das macht ihn aber auch verdächtig. Hier, gib mir deinen Puls. Leg den da drauf. Ich habe ja nur noch. Hast du gerade nachgeschaut? Nein, ich dachte, ich habe nur noch einen Puls. Ich habe aber mehrere. Jetzt bin ich dran und ich gehe auch hier rein. Es kommt zu keinem Austausch. Warum? Weil das Licht an ist. Aber warum kam es dann bei mir und Nils? Weil da noch zwei Leute waren. Weil nur zwei wart. Aber wenn sich drei begegnen, das ist so die Logik des Spiels und das Licht ist an, wird keiner einen anderen umbringen. Ja, macht Sinn. Weil es ja ein Augenzeug. Aber das ist ja eigentlich ganz geil. Wir brauchen noch drei Karten. Ja, wie viele liegen da? Ja. Da liegen zwei, ne? Ja. Okay. Verdacht. So, Moment, jetzt ist erstmal Esther dran. Ja, lass Esther, uns nicht das vorwegnehmen. Okay. Du findest doch auch, dass Nils jetzt so ein bisschen sus war. Wir müssen irgendwie. Weil ich gerade ein bisschen gelacht habe. Nee, nee, nicht deswegen. Wir müssen irgendwie vorbereiten, dass ich dich prüfen kann. Mein Zug wird dann wahrscheinlich shit, weil ich nur dir versuche, hinterherzulaufen, während du einen cleveren Zug machst. Ich will dich prüfen, um sicher zu gehen, ob Nils Scheiße gelabert hat oder nicht. Aber was mache ich jetzt? Also, ich darf drei Dingstens gehen und ich darf mich bewegen. Ach so, wo ich mich. Charakterdinger kann ich machen. Wo darfst du denn hingehen? Wo darfst du hin? Also ich darf gehen in, was sind wir? Vier. Dunkelblau und orange. Aber ich komme halt nicht bis orange da hinten hin. Doch, nee. Wo bist du denn? Du kannst aber zu uns kommen. Aber dann komme ich nicht mehr zu dir. Ja, also ich kann zu euch kommen, aber dann kann ich halt nichts machen, außer überprüfen. Ich kann auch jemanden überprüfen. Aber ich will dich überprüfen können. Und es geht nur, wenn ich es in deinen Raum schaffe. Aber somit verlieren wir einen Zug für einen Raum. Aber können uns sicher sein, ob Nils. Aber theoretisch könnte mich auch jemand anderes überprüfen. Wir sind dann zu viert in dem Raum. True. Ja. Der Grund, warum ich das möchte, ist, weil ich weiß, dass ich dir keine Negativkarte gegeben habe. Und dann wissen. Aber ihr wisst es natürlich nicht. I know. Aber du könntest zum Beispiel, Eddie, du könntest halt auch dann Esther überprüfen. Und meine Behauptung überprüfen. So könntest du mich auch entlasten. Genau, deswegen wollte ich das ja auch machen. Ja. Weil ich weiß, was ich ihr gegeben habe, wüsste ich zu 100%, was du gegeben hast. Also aber wenn die beiden dasselbe sagen, dann sagt ja, dann sagen die auf einer jeden von Fall, uns muss gelogen einer. Haben. Nein, nein, nein. Wenn beide sagen, ich lebe, dann sagen ja, dann sagt mindestens einer die Wahrheit, weil es darf ja nur der Kultist lügen. Stimmt, ich muss es nicht machen, du hast recht. Also gehe ich jetzt in Blau. Damit einer von den anderen dich hoffentlich prüft. Oh nee. Ja, okay. Und mach einfach mal. Wir müssen auch einfach mal machen. Thanks. Okay. Okay. Ich muss noch laufen. Ja. Hey du. 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 Ja, du. Und du. Und du auch. Und du auch. Ja, du. Ich muss schon ablesen, ist peinlich. Danke. 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 Dankeschön. Vielen Dank. Gracias.
Wir alle von den Rocket Beans wollten uns bei dir bedanken. Denn dank deiner Unterstützung können wir das machen, was uns wirklich Spaß macht. Und das ist, dir Spaß zu machen. Ja, recht herzlichen Dank. Dankeschön. Danke. Wirklich, danke. Merci. Spasiba. Arigato. Efratistopoli. Was willst du, dass ich sage? Vielen Dank. Auch von uns. Und von uns. Und von uns. Vielen herzlichen Dank. Danke, Mann. Danke. Vielen Dank, dass du... Du? Ja, du im RBSC bist. Vielen Dank, dass du im RBSC bist. Kann man ja ruhig mal sagen, ne? Gehört sich so. Danke. Vierte Runde. Darf ich Pinsel, Fernseh und Bücherei? Wir haben gesagt, wir machen. Dann gehe ich doch zu Fernseh. Ja. Ein. Geht nicht. Eins, zwei, drei. Hast du wegen dem. Ja, muss dann vier, noch. Vier, okay. Pinsel und Bücherei noch bringt alles nichts, ne? Wann wird denn in Runde vier jetzt die Aktion da aufgedeckt? Ah, ich könnte. Wer ist denn da gerade bei Pinsel? Ich bin da dran. Ich könnte ihn prüfen, macht das Sinn? Weil ich eine Prüfung vorbereiten kann. Ja, du könntest ihn prüfen. Aber okay. Du bist mir auch schon begegnet. Nee. Doch. Doch, du bist mir begegnet. Doch, ich bin dir begegnet und dir. Aber bin ich Nils auch begegnet? Ich weiß es nicht mehr. Okay. Du kannst ihn prüfen, ich bin ihm jetzt schon zweimal begegnet. Aber da sind so viele verschiedene Leute ihm begegnet. Oder mit irgendwas bringt oder nicht. Nur du und Eddie sind mir begegnet. Ja, die Wahrscheinlichkeit, dass du tot bist, ist eigentlich... Ja, aber wenn ich Verdächtiger bin. Ach nee, dir sind nur zwei Leute begegnet? Ja. Und einer davon bin ich? Ja. Dann gehe ich dahin. Ja. Endlich mal. Schnelle Lösung. Ja, geil. Sehr gut, ich werde jetzt wissen, ob du lügst oder nicht. Jetzt, nächste Runde. Ereignis wird aufgedeckt. Was ist das? Ich kann jetzt nicht lesen. Falsche Augen im Porträt. Der lebende Charakter mit dem Startmarker darf das Pulsdeck eines lebenden Zielcharakters seiner Wahl prüfen. Und gegebenenfalls einen Mord enthüllen und eine Abstimmung einleiten. Der Startmarker, du hattest den eben. Nee, der hat den noch. Nee. Er hat ihn noch. Ich die ganze Aktionsrunde hat er die immer noch. Haben. Ich kann was machen? Du darfst das Pulsdeck eines lebenden überprüfen. Zielcharakters deiner Wahl prüfen. Leben wissen wir ja nicht. Dann prüft doch Esther, oder nicht? Du kannst jetzt einen deiner Wahl prüfen. Mhm. Aber das, ja. Ja. Ganz kurz. Achso, okay, nee, der ist super. Du dann kannst, nein, doch super. Ich will nur ganz kurz, weil ich vertraue, ja, Maxi, deswegen ja, würde ich diesen Shot gerne bestmöglich nutzen und möglichst viele Fliegen. Aber dann nimm meinetwegen Esther, dann kannst du mich quasi dann kann man entlasten. Kannst sagen, und dich du kannst ihn entlasten und mich safe. Lass doch einfach vielleicht mal Maxi überlegen. Wir haben jetzt zwei Alpha-Tiere, die hier versuchen, Maxi zu beeinflussen. Nein, aber ich auch mehr. Ja. Ich will versuchen, ihn zu beeinflussen. Ja. Ich vertraue also nur Nils. Du vertraust mir nicht. Ich habe nichts zu verbergen. Doch, wenn du jetzt wenn du Esther prüfst, wenn du das machst, dann finde ich einen super clever Move. Du kannst auch was anderes machen. Unabhängig von dem, dass ich nicht weiß, was Nils ist, macht es auf jeden Fall Sinn, das auszuschließen, würde ich schon sagen. Ja, aber dafür bin ich ja in den Raum gegangen, Nils zu überprüfen. Aber natürlich weißt du nicht. Aber macht das kaputt? Nö. Mein Gott. Aber das ist ja ein Pre-Shot, den wir jetzt haben, oder nicht? Ja. Oder? Ja. Ist doch geil. Das heißt, du kannst theoretisch danach noch. Ach nee, warte mal, du bist ja gar nicht bei uns, oder? Nee. Überprüf sie ruhig mal. Sie. Ach, ich prüf sie jetzt einfach. Wen überprüfst du? Esther. Du hattest keine Begegnung mehr, nachdem Nils dich geprüft hat, richtig? Oder? Du hattest keine Begegnung mehr, nachdem Nils irgendwas. Ich glaube, ja, wenn du der Kultist bist, kannst du sagen, dass sie lebt. Und ansonsten, wenn du der Ermittler bist, dann kannst du sagen, dass sie tot ist oder dass sie lebendig ist. Esther lebt. Damit weißt du safe, dass ich safe bin. Wen hast du alles getroffen, Esther? Und du bist auch safe damit. Ja, Nina und Nils. Nils getroffen und du weißt aber auch, dass ich jetzt auch safe bin. Ich weiß, dass du ihr einmal keine Karte gegeben hast. Ach so, Scheiße. Das weiß ich. Und ich habe sie zweimal getroffen. Und also über dich, finde ich, sagt das nicht so viel aus. Aber ja, Nils ist für mich jetzt auch raus. Für mich auch eigentlich. Nils ist nie raus. Nee, weil, wobei, er hätte auch, er hat auch die Wahrheit sagen können. Er musste ja nicht lügen. Oh, fuck my life. Okay, Aktion. Jetzt geht die Aktion los, ne? Maxi macht Aktion. Ja, okay. Jetzt kannst du doch auch noch Janina überprüfen. Janina prüfen. Wen hat Janina alles getroffen? Wir wollen den Raum eh nicht. Ja, gut, ist ja egal. Maxi, ich bin wahrscheinlich. Wen hat Janina alles getroffen? Dich? Ja, mich und Esther. Und Nils. Und Nils. Ja. Haben wir beide, weil ich hab. Wann, wie viel aber das sind mir zu viele Wahrscheinlichkeiten. Ja, aber dann. Haben wir uns einmal getroffen? Ja, aber sagt das so viel aus? Weiß ich nicht. Ja, weil ich drei einmal Esther und. Die Wahrscheinlichkeit, dass du sicher, wir hatten eine Begegnung? Ich war die dritte. Mir fehlt einer. Also ich weiß, dass ich Esther und Maxi begegnet bin. Hat irgendwer noch mich getroffen, außer Eddie und Esther?
Okay, dann muss es gewesen sein. Deswegen glaube ich, dass wir uns. Aber ich glaube dann, ich finde die Überprüfung nicht schlecht, weil ich glaube, du bist tot. Ich glaube auch, dass ich tot bin, wenn er mich überprüft. Weil. Aber da, wer könnte es dann gewesen sein? Esther. Esther. Ja. Aber Esther. Ja. Wenn. Oder du. Ja, aber haben wir nicht gesagt, naja, dass Esther, aber Esther nicht auch extra die Wahrheit sagen können. Nils hat auch Esther entlastet. Nein, ich habe gesagt, nein. Ja. Ja, genau. Deswegen, das heißt, die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sie die Mörderin ist. Ja. Weil jetzt sind zwei Stimmen, die das bestätigt haben. Okay, dass überprüf so. Janina. Ich werde tot sein. Okay. Ja, aber das müssen wir wissen. Und dann können wir ein Wort starten. Aber es entlastet dich nur nicht zu 100%, weil du hast trotzdem die Wahrheit sagen können, als du Esther geprüft hast. Ja, aber ich hätte die Wahrheit sagen müssen, plus ich hätte zwei Karten an Esther verschwendet, ohne zu morden. Also, genau. Wahrscheinlichkeit ist gering, aber sie ist da. Ist einfach aber gesunken, ja. Ich würde sie. Und wenn ich tot bin, ist Wahrscheinlichkeit. Esther, wir würden halt ja nur über. Dann müssen wir uns Esther mal angucken. Müssen wir mal wissen, was hier. Maxi ist mittlerweile hier schon. Gilt schon als unschuldig. Hallo, ich mach nicht. Bin ich tot? Nee, du lebst. Okay, was bedeutet das jetzt? Dass niemand, kann es sein, dass ich einfach richtig gut Mörder haben? Nee, das heißt, dass niemand ich habe ihn noch nie so gesehen, dass er zum Himmel, du stinkst. Du bist der Einzige, der hier ist. Also, es wird entweder halt ein bisschen gewartet, einfach, was ja nicht dumm ist. Nö, wir sind aber beim ersten Spiel, dass der Mörder wartet. Nein, ganz kurz. Wir haben uns jetzt auch komplett versteift. Also, es gibt ja so schon so Zirkel. So, das heißt ja nicht, wenn Janina es nicht ist, ich es nicht bin und Esther es nicht ist und wir uns gegenseitig quasi hier drei Viertel unserer Karten zuschussen, dann kann ja auch keiner tot sein. Das heißt ja, dass wir genauso gut uns, wenn wir mal dich ausschließen, auf Fabian und Eddie dann einfach ein bisschen mehr konzentrieren können. Ja. Weil dann kann es genauso gut sein, dass du wahrscheinlich schon dreimal ermordet wurdest, weil du nur aus Eddie hattest. Ja. Oder Fabian. Die Sache ist, wenn er der Kaltes ist, hat er gerade einen dummen Spielzug gemacht, weil er sich hätte entlassen können, indem er gesagt hätte, dass ich tot bin, weil dann hätte er gedacht, oh, es ist Esther. Ganz kurz, das kann man ja ganz leicht rausfinden. Leute, ich habe 1, 2, 3, 4, 5 Karten. Oh mein Gott. Ich bin im Raum mit 4 Leuten. Das heißt, in der nächsten Aktion wird irgendeiner mich überprüfen können. Ja. Mhm. Und wahrscheinlich bin ich dann tot. Damit bin ich dann von eurer. Wenn ich bei 5 Karten nicht tot bin, akzeptiere ich, dass ihr so doof seid und denkt, dass ich's bin. Und dann haben wir noch Fabian. Aber die Wahrscheinlichkeit ist wahrscheinlich, dass ich tot bin. Ja. Ich dann nicht mehr euch helfen kann, aber ihr dann hoffentlich wisst, was zu tun ist, weil. True. Ich finde es gut. Ey, warte mal ganz kurz. Weil ich bin absolut unschuldig. Ganz kurz. Nils, ein Opfer mussten wir ganz, ich möchte jetzt mal was sagen. Ja. Nils, ich habe dich ein bisschen verdacht und deswegen möchte ich, dass du jetzt mal One for the Team machst und unser Erfolg weitertreibst und einfach mal eine Karte aufdeckst. Dass wir ein Buch machen können. Hast du Angst, dass ich dich überprüfe, oder? Nee, aber ich bin einfach dafür, dass ich diese ganze hier, diese ganze Diskussion, wer hat wem eine Karte gegeben, geht mir so auf den Sack. Wir müssen jetzt mal endlich, wir haben echt keinen Progress. Wir haben keinen Progress. Wir müssen jetzt endlich mal vorankommen und einfach mal unser Ziel erreichen. Als Moderator oder als Kaltes? Nee, ich wollte gerade. Nein, ist das auf meiner Seite. Ja, also wir haben halt echt keinen Progress. Wir haben keinen Progress. Lass uns jetzt mal Punkte machen. Die ihm zustimmt und sagt, guck mal, jemand. Nee, ich wollte auch gerade sagen, so clean ist es nicht. Ich checke schon, dass du das Spiel theoretisch weiterbringen willst. Aber wenn du das jetzt unterbindest, kann auch ein anderes. Ich finde, das hat schon sehr viel gebracht, was wir bisher gemacht haben. Die Unschuldigen. Ja, die Unschuldigen haben also, ja einen. Wir können ja nur gewinnen, indem wir 7 Punkte erreichen. Oder wir den Kultisten enttarnen. Ja, genau. Wir können auch enttarnen. Und das ist ja gerade eher ein bisschen schwierig gewesen. Wenn du lügst. Okay. Also ich denke auch, die Chance, dass wir auch gerade weil wir alle zusammen sind jetzt. Die Chance, dass wir den Schuldigen enttarnen, ist vielleicht sogar höher, als dass wir die nötigen Punkte vor Ablauf der Zeit enttarnen. Wie enttarnt man denn? Ich bin indem auch wir eher dafür, gleich ein Vote enttarnen. Starten. Wir können ja in dem Fall auch ein Vote starten. Ja. Wenn wir jetzt mal einen Verdächtigen auswählen. Ey, ich bin auch für enttarnen und statt Punkte sammeln. Ja, dann lass uns einfach Fabian nah dran jetzt, einfach nicht? Voten. Wir sind viel näher am Enttarnen als am Punkten. Das ist der Win, meiner Meinung nach. Wie viele Karten hast du da eigentlich, Fabian? Du hast auch richtig viele, oder? 3. Und du hast 5 oder so. Okay, also das. Also es kann ja nicht sein, dass keiner tot ist. Das glaube ich einfach nicht. Dann sollten wir doch vielleicht mal Fabian prüfen. Ja. Also ich habe ich habe getroffen Maxi, wir müssen Fabian Nils und Fabian. Ja. So, Maxi habe ich 2 Karten gekriegt. Ja. Nee, dann wären es nur 4, oder? Maxi 2. Nils, Fabian, da fehlt noch jemand. Wir haben uns nicht getroffen. Also wir haben uns nur da getroffen. Wir haben uns auch nicht getroffen. Wieso habe ich denn dann 5? Wir uns 2-mal getroffen? Nee, ne? 1, 2, 3, 4, 5. Wieso habe ich denn dann 5 Karten? Sind wir uns nicht 2-mal begegnet? Ja. Doch. Ich habe 2 Karten, wir haben 2 ausgetauscht. Mhm. Mit mir auf jeden Fall. Wir müssen einfach Edo und Fabian überprüfen, ey. Mit Fabian hast du keine? So. Doch, mit Fabian hast du mindestens eine. Mit Fabian habe ich auch eine, aber warum, wo kommt die 5. her? Okay, hast du einmal 2 Karten gegeben.
Wissen wir nicht, aber wir kommen jetzt vielleicht auch nicht drauf. Aber Fakt ist doch, dass wir die beiden einfach mal überprüfen müssen. Und vielleicht stirbt einer, aber dann kommen wir ins Ziel. Jetzt ist erstmal Nils dran. Nils, was machst du? Ja, ich werde jetzt überprüfen. Ja, dann überprüf mal. Die Frage ist nur, ja, entweder ich überprüfe dich oder ich überprüfe. Also, das ist wie du sagst, wenn du noch lebst bei so vielen Karten, dann bist du auf jeden Fall verdächtig. Verdächtig und Fabian. Hat nur Maxi, drei bist Karten. Bist du das bei mir da hinten? Ja, genau. Okay. Wobei die Anzahl der Karten nicht so entscheidend ist, wahrscheinlich wie die Anzahl der Leute, die man getroffen hat. Würde deshalb habe ich versucht, sein, rauszufinden, wen ich noch getroffen habe. Ja, eben, das wäre schon, halt das wär schon nicht so mehr schlecht. Das heißt, weil, wenn Maxi nicht der Mörder ist, hat er mir halt logischerweise auch zweimal keinen Mörder gegeben, habe ich trotzdem zwei Karten. Nee, du bist Maxi dreimal begegnet. Weißt du noch, weil ich gefragt habe, ob er ihnen theoretisch dreimal eine positive Karte geben kann, obwohl er. Obwohl er da dreimal begegnet? Das heißt, ihr seid euch dreimal begegnet. Nicht, aber ich kann es leider nicht ausschließen, ich weiß nicht. Ihr seid euch dreimal begegnet, weil danach habe ich eine Regelfrage. Wir haben uns hier begegnet, hier begegnet. Und dann bist du. Dann bin ich hier hin und dann hier hin. Ich bin mir zu echt 90% sicher, dass ihr dreimal begegnet seid. Weil ich eine Regelfrage gestellt habe. Doch, dreimal könnte auch sein. Ey, ich habe es wirklich vergessen. Okay, was macht er? Kann doch schon sein, dass du dreimal. Überprüf doch mal mich. Und wenn ich dann tot bin, bin ich halt tot. Aber dann wissen wir schon mal, dass ich nicht der ich finde, das ist auch der Kultist ist. Ja, du sagst das, weil du weißt, dass du nicht tot bist, weil du der Kultist bist. Aber Janina war ja am Leben, ne? Ja. Ja, also dann bist du ja auch noch nicht raus. Nee, bin ich nicht. Du weißt genau, wenn du nicht tot bist. Zweimal, dann hättest du Esther zweimal dann leben können. Nur der Kultist sagt, überprüf mich, weil wenn ich nicht tot bin. Habe ich sie, aber nicht. Weil du weißt genau, dass du nicht tot bist, weil du bist der Einzige, der Leute umbringen kann. Kannst du jetzt was machen? Ja, wirklich. Was? Überprüf. Ich bin beiden noch nicht begegnet. Wenn einen, den du überprüfst, eine Negativkarte hat. Stopp, Nils macht jetzt. Ja, okay. Nils macht jetzt. Du bist ja wirklich Eddie noch nicht begegnet, ne? Fabian auch nicht. Sehr gut, dann überprüfe ich jetzt einmal Eddie. Wenn er jetzt eine Negativkarte hat. Ja, ich kann nichts machen. Kann ich nicht gewesen sein. Das ist doch spannend. Aber du weißt. Kann nicht sein, dass da keine Negativkarte dabei ist. Und wenn nicht, dann lügst du. Und? Lebt. Nein. Nein, das kann nicht sein. Was ist das? Ihr könnt ja das gerne gleich. Okay, Eddie ist dran. So, jetzt bin ich dran. Und ich. Moment, oh Gott, mein Call sprengt wirklich meinen Kopf. Das kann nicht sein. Okay, du Eddie hast lebt. Esther überprüft. Ja, und Janina mich auch. Und Janina. Und ja, hast gesagt, beide leben. Ja. Nils hat gesagt, ich lebe. Mhm. Und Nils hat gesagt. Und wurde Nils schon überprüft? Nils hat gesagt, Esther lebt. Wurde Nils schon mal überprüft? Nein. Nee. Nee. Wir müssen Nils und Fabian wurden als einzige dann noch nicht überprüft. Lieber Nils als Fabian gerade, oder nicht? Ja, wenn Nils nämlich lebt, macht er sich ganz. Aber Moment, als nächstes ist Fabian dran. Das müssen wir auch mit einkalkulieren. Nee, du bist doch dran, oder? Ja, nach mir. Ja, aber. Ist Fabian dran. Ach so. Aber du kannst ihn ausdribbeln, indem du zuerst Nils prüfst, oder nicht? Macht das nicht Sinn? Weil, wenn Nils jetzt auch keinen Negativgrade hat, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er gelogen hat. Okay, Moment. Was, für den Fall, dass Nils tot ist, heißt das, wen belastet das dann? Naja, also erstmal müssen wir davon ausgehen, dass Nils wird selbst, also weil jemand mit 5 Karten nicht tot ist, Nils bist du natürlich nicht aus dem Zirkel der Verdächtigen raus. Das aber weiß ich. Das lassen wir mal jetzt eben, unterstellen wir dir mal, du sagst die Wahrheit. Wenn ich tot bin, ich bin Esther begegnet und ich bin Janina begegnet und ich bin dir begegnet. Ja. So, wenn könnte ich mich natürlich noch mehr selbst belasten dadurch, wenn du bist ziemlich wahrscheinlich tot, glaube ich. Na, irgendwer muss ja mal tot sein. Aber also, wenn er nicht tot ist, dann ist das zu 100%. Weil er dann, wieso? Weil er dann gelogen hat, auf jeden Fall. Wenn er lebt, hat er nur positive Karten bekommen und negative gegeben, aber zu den negativen er kann auch sagt, dass er gesagt hat, ja, die leben. Zum Beispiel, seid ihr euch begegnet? Ja. Dann kann er dir negative Karten gegeben haben, aber sich selbst entlassen, der dann sagt, ja, der lebt. Und wenn er nur positive drin hat, ja, dann? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er der Mörder ist, sehr hoch. Nicht 100%, ja, aber sehr hoch. Stimmt. Die Konklusion stimmt. Also, jetzt kommst du so von links rein, das ist schon wieder unangenehm. Nein, aber wenn er. Wer überprüft dann gleich Fabian? Oh mein Gott. Ja, aber das kann ich ja machen. Dann soll doch Eddie. Ja. Dann, also das genau, und dann Fabian wird von Esther. So, ich überprüfe jetzt Nils. Aber mach. Ich überprüfe jetzt Nils. Lass mich nicht voll reden von ihm. Ich überprüfe jetzt Nils. Hat er positive Karten? Der lebt nämlich, ne? Ja, wenn. Der lebt er? Nee, ich glaube nicht. Lebt er? Auch auf die Gefahr hin, mich selbst zu belasten. Nils ist tot.
Ach ja. Okay. Was machen wir jetzt? What the fuck? Meine verdächtigste Person ist weg. Was machen wir jetzt? Ja, aber was bedeutet das? Jetzt drehen wir jetzt Nils um? Nein, warte, was bedeutet das? Ja. Von wem hat Nils Karten? Das darfst du noch sagen. Von mir, von Esther mir. Und von dir. Und von mir. Und du hast und von Fabian? Ja. Oh hast Gott. Du vier? Oh, und von Fabian. Eins, zwei, ja. Okay, also von uns vier. Maxi haben wir ja eh ausgeklammert. Der war von Anfang an unschuldig. Nils geil. Ist jetzt auch unschuldig, wissen wir jetzt auch. Hm. Und das heißt, alles, was Nils gesagt hat, war die Wahrheit. Ja. Er hat gesagt, na, und es matcht ich mit lebe. Mir bei Esther auf er hat gesagt, du lebst. Er hat gesagt, dass ich lebe. Er hat gesagt, dass du lebst. Dann Maxi hat gesagt, Eddie. Dass du Eddie lebst. Ich habe gesagt, dass ihr nicht Eddie stimmt. Ist es. Ja, aber wenn ich's wäre, mit welchem Interesse soll ich Nils aufdecken belastet. Und ihm auch noch attestieren? Weil dann hätte ich ja gelogen. Weil du das Spiel nicht verstanden hast. Nein, nein, nein. Warte mal kurz. Aber, also ich warte mal kurz, Fabian, warte mal. Nils ist ganz wenigen Leuten begegnet. Esther, mir und Eddie. Ja. Und das Fabian. Heißt, es ist einer von euch beiden. Hat und einer gesagt. Von euch dreien. So. Und ich sag die ganze Zeit schon, dass Fabian es ist. Ich weiß, was ich ist Fabian. Ich habe mich festgelegt. Ich finde es nicht. Es gibt 0,0 Interesse. Wenn ich es wäre, hätte ich erstens nicht Nils aufgedeckt. Zweitens nicht gesagt, dass er tot ist. Also es macht überhaupt keinen Sinn. Ich bin unschuldig. Unschuldig. Ihr zwei müsst wissen, was ihr seid. Und wenn ihr wisst, was ihr seid, wenn ihr wirklich hundertprozentig unschuldig seid, kommt ihr, genau wie ich, zu keinem anderen Ergebnis, dass Fabian schuldig ist. Und deshalb müssen wir jetzt ein Vote machen. Oder Esther, oder nicht? Jetzt müssen wir ein Vote machen und Fabian rauswurmen und das Spiel beenden. Fabian, wie oft, wem stimmt, müssen wir doch eh, weil einer tot ist. Weil einer tot ist, müssen wir voten. Wir müssen voten jetzt, ne? Ja, bei einer tot ist. Kurz, mit wie vielen Leuten bist du begegnet? Die, also drei insgesamt. Bist du mir begegnet? Ich bin dir begegnet. Mir nicht. Dir begegnet? Du hast mich dann aber nicht umgebracht. Aber dir, dich wir sind uns nicht begegnet. Und noch irgendwem, ich weiß es leider nicht mehr, wer. Was macht nochmal der Brandstifter? Ja, der macht nur hier die Raumaktion. Also der macht nur Raumaktion. Okay, okay, also wir haben jetzt voten. Ja, ja. Ja. So. Okay, dann ich bin bei dir. Also ich vote für Fabian. Ich auch. Okay, wir wissen, dass Nils so. Ja, es wer votet Fabian und Esther. Darf ich eigentlich noch voten als Geist? Ja, darfst du. Du darfst voten. Warte mal, was ist jetzt, ihr seid jetzt bei Fabian? Ja. Ja. Fabian oder Esther? Na gut, dann brauchen wir gar nicht weiter voten. Ja, weil der mit den zwei Stimmen hat Fabian. Okay, so. Haben wir dich? Dreh mal hier das Plättchen um jetzt. Muss er das um? Da muss er, oder? Oder? Muss er nur sagen, ob er in die Position. Ja, ich bin es nicht. Dann kann nur noch Esther sein. Ich bin ein Geist. Hey, warum? Und das Spiel ist noch nicht vorbei. Du kannst es auch sagen. Ja, aber ich weiß, aber musst du das nicht jetzt beweisen? Ja, ich weiß auch, was ich bin. Bin. Also kann es denn du sein? Wenn wir es nicht sind. Mal ganz kurz, aber also Eddie, oder Maxi, weil ganz er musste kurz. Seine Aussage bestätigen. Einmal ganz kurz. Ja. Du darfst nicht mehr diskutieren, du bist ein Geist. Ich denke, darf mitdiskutieren. Darf er mitdiskutieren als Bruder? Weil wir dürfen nicht. Also, hat Fabian gesagt. Wir dürfen nicht. Eddie hat gesagt, haben wir gesagt. Aber nee, er hat eben in der Probe tatsächlich gesagt, er wenn wir Eddie hat gesagt, wenn wir ihn überprüfen und er hat bei den ganzen Karten, lebt er noch, dann können wir ihn gerne rausvoten. Und ich habe überprüft, erlebt und dann haben wir gar nicht mehr darüber geredet, was das eigentlich bedeutet, nämlich, dass er fünf Karten hat und nicht tot ist. So, das, ja, aber ich habe drei Karten von Maxi gekriegt. Also es ist die Anzahl der Karten, wie gesagt, du benutzt sie immer wieder als Argument. Nein, nein, ich sag nur, ich sag nicht, das dass du es bist. Ich sag nur, dass wir jetzt nicht außer Acht lassen sollten, dass du noch nicht entlastet bist, sozusagen. Genau. Weil das, was ich überprüft habe, hat dich ja eher belastet als entlastet. Aber das, was ich gemacht habe, hat mich entlastet, weil ich würde dich ja Fabian nicht getötet. Ja, nee, er hat sich aber selber. Wir haben alle belastet. Fabian getötet. Auch. Naja, aber du hast jetzt schon sehr dominant. Jetzt bist du Esther sozusagen begegnet? Esther ja zweimal. Ja. Und wenn, ja, und wenn ich dir Glauben schenke und du mir Glauben schenkst, dann ist Esther der Mörder. Ja, wir haben Esther. Jetzt natürlich den Fall, es war für mich, ich weiß, dass ich es nicht aber bin, ich weiß, dass die beiden es nicht sind, also war es einer von euch dreien. Für mich war Fabian jetzt der Verdächtigste. Ja. Aber ich glaube dir. Ja, ist ja auch richtig. So, das heißt, da haben wir uns aber falsch entschieden. Ja, da haben wir aber nur noch einen. Das heißt, ich habe jetzt noch eine 50-50-Chance. Wenn ihr du auch sagst, auch Esther, stimmt auch. Dann ist es 100% Esther. Esther, bist du Eddie mal begegnet? Nein. Okay, aber wir sind, also das Ding ist, Esther, ich hatte Esther von Anfang an im Verdacht, wir sind uns zweimal begegnet, ich bin tot. So, ich bin aber auch Eddie zweimal begegnet. Sie ist es eben ihm nicht begegnet und erlebt, wenn du die Wahrheit gesagt hast. Esther ist du musst, und du hast die Wahrheit gesagt. Genau, ja, ich weiß. Und sie ist ihm nicht begegnet. Ja, exakt, das geht ja in beide Richtungen. Ja, du hast recht. So, und beide leben. Okay. Deswegen, also für mich ist, also erstmal, du bist sowieso nicht raus. Das stimmt auch. Aber ihr beide seid auf jeden Fall sehr verdächtig. Ja, es ist entweder Esther oder ich. So. Oder Janina. Ich bin dran. Ich vergesse dich nicht. Kannst du noch prüfen? Aber ich kann jetzt nur noch Raumprüfen machen. Was heißt das? Also eine Karte hier ziehen. Ja, das darfst du noch? Ja. Okay. Ja, die haben wir schon komplett vergessen, wer was draufgelegt hat. Das ist wurscht. Aber es stimmt, dass es nur, dass eigentlich nur noch Esther und ich sein können. Nee, und Esther und Ede. Ich auch. Ede, aber ich glaube dir halt. Theoretisch können wir drei sein. Okay, was mache ich jetzt?
Fabian haben wir ausgeschlossen, Maxi haben wir von Anfang an. Warte mal, wer ist natürlich ein Master, also ich kann nur noch bist, aber Karte ziehen. Ich bin da auch dabei. Ich kann nur noch Ede überprüfen, das haben wir schon getan. Ja, dann sagst du nicht die Wahrheit. Oder du könntest einen Vote starten. Nee, kann ich nicht, weil es schon noch umgedreht. Ja, aber das zählt nur. Dann start doch mal ein Vote. Ja, dann start ein Vote. Du kannst jetzt einen. Achso, ja, wenn das umgedreht wird. Ja, ich weiß, aber das gilt nur, wenn nach jemandem ermordet wird, dann wird das nicht umgedreht, sondern nur quasi, wenn du die Aktion Vote ein. Okay, alles. Ja. Ganz kurz, aber wenn du jetzt votest, die Gruppe ist ja völlig zerrissen. Ja. Also entweder du wirst gewählt oder Eddie wird gewählt oder vielleicht da hinten ist auch nochmal so ein Joker. Also weißt du, das bringt uns so vielleicht nicht so weiter, außer dass wir vielleicht Glück haben. Oder wir haben dann verloren, wenn noch einer stirbt und es war nicht die richtige Ding. Genau, also lass uns vielleicht nochmal ganz kurz, das ist deine Runde, du darfst natürlich machen, was du willst. Ich würde, lass uns vielleicht einmal kurz, bevor wir das, bevor du das entscheidest. Das wundert mich auch, dass Tote so viel reden. Ich dachte, er darf nur beim Boot reden. Lass ihn noch mal. Wie viele haben denn Eddie schon überprüft eigentlich? Ich. Und ich habe gesagt, Eddie lebt und er hat 5 Karten. Er muss die Wahrheit sagen. Ich würde ganz gerne einmal wer wen. Trifft Eddie auch wieder im Raum. Mein Reden. Ich würde gerne einmal checken, wer wen jetzt nochmal endgültig getroffen hat. So, weil Esther und Eddie haben sich nicht getroffen, sind wir uns einig, ne? Beide leben. Beide haben viele Karten. Also zu dem Zeitpunkt hattest du, glaube ich, 3 und du hattest gerade 5. Also das ist, spricht ja schon. Sie prüfen einfach, wenn ich dafür, dass, wenn ihr beide lebt und beide viele Karten habt und euch beiden nicht begegnet seid, gibt es ja schon eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass einer von euch beiden der Mörder ist. Könntest auch Maxi prüfen. Wenn Maxi lebt, gilt ja für mich aber das Gleiche, dass ich ihn dreimal als Mörder nicht umgebracht habe. Ja, aber dann sind wir drei. Aber was ist denn, wenn wir dann 3 Tote haben? Also haben wir den verloren? Ja. Ja. Also ist quasi jetzt, wir müssen wählen, bevor wir den letzten aufdecken, oder was? Also, wir können Maxi überprüfen, weil dann, wenn das für ihn gilt, er kriegt hier die ganze Zeit die Unschuld. Er will, dass wir Maxi überprüfen, weil dann ist der dritte tot. Ja. Nein, ich sag nur, wenn Maxi lebt, sicher, dann heißt das, dass ich dreimal Maxi getroffen habe und nicht umgebracht habe. Unschuldig. Ja, ein weiterer Tod. Wie viele Beweise braucht ihr noch, dass ich es nicht bin? Wieso sollte ich Nils überprüfen und sagen, dass er tot ist, wenn ich. Sinn hätte es gegeben, wenn ich der Mörder bin, dass ich Nils überprüfe und sage, dass er lebt. Nee. Weil dann hätte er mich getroffen und ich hätte ihn nicht umgebracht. Doch, weil du dich entlasten könntest, indem du sagst, ich habe ihm auch eine Karte gegeben, aber er ist trotzdem tot. Okay. Das ist die Logik. Wer außer dem Mörder sollte sagen, dass es nicht war? Ich bin für einen Strategiewechsel. Nein, ich kann nicht machen. Doch! Aber dieses Spiel basiert nur mal auf genau diesem. Hast du schon mal Among Us gespielt? Ja, aber ich bin dafür, dass du. Wir sind jetzt alle in einem Raum. Wir können mit einem Vote dieses Spiel lösen. Du willst jetzt noch mal durch 17 Räume gehen und irgendwelche Bücher sammeln. Okay. Dabei ist es hundertprozentig Esther oder Janina. Oder du. Ja, aber ich weiß es ja, dass ich es nicht bin. Ja, aber ich weiß auch, dass ich es nicht bin. Aber wir wissen gerade, dass ich am besten nicht. Aber Maxi welche Beweise, prüfe. Welche Aktion habt ihr denn gemacht, die euch entlasten? Nee, Maxi prüfen ist Bullshit. Welche Aktion habt ihr gemacht, die euch entlasten? Nichts habt ihr gemacht, das euch entlastet. Ich habe Punkte gesammelt und habe Leute getroffen und habe nur keine positive Karten. Stimmt, du hast mir nur positive. Was hat Janina Sinnvolles beigebracht? Ich muss sagen, dass ich wenig getan habe, was mich, kann ich ja sagen, was mich entlastet. Exakt. Aber was mich jetzt entlasten könnte, ist, dass ich zum Beispiel sage, ich werde nicht Maxi prüfen. Und es ist so auffällig, dass du die ganze Zeit hast du gesagt, ich bin's. Ich bin's nicht. Du glaubst, es ist Esther, damit Esther rausgeholt wird und du deinen dritten Toten kriegst. Aber dann hat Nils mir einen neuen Impuls gegeben, an den ich vorher nicht gedacht habe. Ja, Hauptsache im Dritten finden, der stirbt, der nicht du bist. Wenn ich jetzt. Das kann sein, aber wenn ich jetzt Maxi prüfen würde, und das wollte ich ja, das haben wir hier eigentlich vorbereitet, dass ich Maxi prüfe. Und ich habe jetzt gesagt, ey, ich kann Maxi nicht prüfen. Also kann ich, aber wenn ich es mache. Ist die Wahrscheinlichkeit, dass du tot bist, sehr hoch, weil du auch Ede begegnet bist. Ja, du würdest sowieso lügen, weil du die Mörderin bist. Aber du kannst nur noch gewinnen, Janina. Du brauchst nur noch einen falschen Verdächtigen. Ich kann Maxi nicht prüfen. Ich könnte doch jetzt easy gewinnen. Wenn ich einfach sage, ich prüfe Maxi und er ist tot. Aber ich werde ihn nicht prüfen, weil er mit dir begegnet ist. Ich muss eine Sache revidieren: Das Spiel endet nicht sofort, wenn 3 Geister da sind. Sondern weil es wird schon noch bis Ende der 6. Runde gespielt und der Kultist kann noch enttarnt werden von den Ermittlern. Ach so, okay. Ach so. Und dann? Wenn der enttarnt wird und trotzdem 3 tot sind, yes, wer hat dann gewonnen? Dann gewinnen die Ermittler. Ich bin nicht mehr so gegen dich tatsächlich. Hauptsache vor Spielende, ne? Ja. Ja. Gut. Na, dann würde ich sagen, wenn es sein ist, dann würde ich sagen, ja, klar. Macht es also schon Sinn, mich zu überprüfen. Also, Nils war tot. Du hast Leute begegnet? Ja, eine Diskussion. Ich glaube, einmal. Also du hast ja 5 Karten gehabt. Ich glaube, 2 waren von mir, oder? Erst bist du. Und 2 waren von Maxi? 3 waren von Maxi. Sicher? Ja. Also du bist, haben wir doch gesagt. Ja, ich meine, hier und hier haben wir uns getroffen. Mhm. Eine war von Fabian, eine war von dir. Wieso? Oder habe ich zweimal dich getroffen? Nee. Haben wir zweimal getauscht?
Also wir haben einmal hier getauscht. Ist immer noch eine Fernsehsendung hier. Ja, aber ist doch okay, so ist halt das Spiel. Das ist doch eine realistische Abbildung des Spiels. Ich bin eigentlich immer nur, ehrlich gesagt, so wir haben uns nur hier einmal ausgetauscht. Ich habe Maxi zwei oder dreimal getroffen und einmal Fabian über die Telepathieleitung. Du kannst den Raum looten oder ihn safe. Maxi haben wir jetzt bei Alban ihn jetzt mal mit reinzunehmen. Und ich bin ja auch auf jeden Fall, weil ich tot bin, safe. Das heißt, du warst auf jeden Fall, hast ja nur Leute getroffen, die entlastet sind bislang. Sehe ich das richtig? Du bist weder Janina noch Esther begegnet. Ist das richtig? Deshalb lebe ich noch. Was du ja festgestellt hast. Genau. Weil wenn ich Janina oder Esther getroffen hätte, wäre ich tot, weil eine von beiden Mörderin ist, und zwar Janina. Bin ihr aber nicht begegnet. Exakt, deshalb lebe ich ja noch. Esther, was möchtest du machen? Janina, wem bist du begegnet? Mal ganz kurz. Du bist mir begegnet, Maxi, dir und Esther. Und wie oft bist du jemandem begegnet? Dreimal. Einmal. Okay, also. Esther, wem bist du alles begegnet? Warte. Du bist Eddie einmal begegnet? Nein. Janina, Nils. Eddie bist du gar nicht begegnet? Nein. Du bist mir begegnet? Maxi und Esther. Maxi ist wahrscheinlich tot. Okay, Maxi wurde nicht überprüft. Ja. Maxi wurde noch nicht überprüft, aber ist wahrscheinlich tot. Esther hatte ich überprüft. Lebt. Die hat gelebt. Zu dem Zeitpunkt hattest du, glaube ich, Janina einmal getroffen. Ich hatte sie überprüft. Ja, genau. Da hattest du drei Karten, meine ich, zwei von mir, eine von Janina. Mhm. Aber Esther hat noch nie Maxi. Ne? Das war, da hatte ich gesagt, du hast sie nicht getötet. Genau. So, das heißt, nehmen wir mal an, das, was ich über dich weiß, ist, sorry, dass ich so viel rede, aber man muss das ja einmal ganz kurz aufdrösen, sonst. So, wir haben, für dich spricht, dass du die Möglichkeit hattest, Esther zu töten. Ich hatte es überprüft und sie hat gelebt. Das heißt, du hast zumindest einmal nicht getötet. Das entlastet das dich. Ja. Punkt. So, ihr beide seid quasi hauptverdächtig, aber weil ihr. Ich habe auch Janina getroffen und sie war am Leben. Janina haben wir. Hast du Janina überprüft? Ja. Und sie hat gelebt? Ja. Ja. Okay, so, das heißt, du hast fünf Karten und lebst noch. Also seid ihr beide euch schon begegnet? Nein. Und ihr beide seid auch nicht begegnet. Okay, bei dir gibt's eine kleine Entlastung. Deine Entlastung war, dass du sie nicht getötet hast. Mhm. Also ihr habt beide eine kleine Entlastung. Ja, wir haben gegenseitig nicht getötet. Hey. Das ist die kleine Entlastung, die ihr habt. Was ist deine Entlastung? Meine Entlastung ist, dass ich dich als tot entlarvt habe, obwohl ich es nicht hätte machen müssen. Und Maxi können wir noch nicht sagen, haben wir noch nicht überprüft. Aber wenn wir Maxi überprüfen, relativ und erleben. Nicht überprüfen. Ja. Ey, Leute, lasst uns mal vorankommen. Am schlauesten wäre es, glaube ich, Maxi zu überprüfen. Aber es geht gar nicht. Nein, wer kann Maxi überprüfen? Naja, Janina, aber. Das war auch die Idee, aber ich bin nicht. Wer ist denn überhaupt dran? Esther. Wenn Maxi tot ist, ist klar, dass Eddie das ist, meinst du? Ja. Also, und wir können danach noch voten, sagst du, auch wenn drei tot sind. Esther ist dran. Ja, ich bin dran. So. Ach, wir voten doch eben. Ich wurde schon überprüft. Und dann können wir ihn voten. Okay. Hast du zugehört? Was? Bist du Esther begegnet? Wenn ich jetzt Maxi. Nee, ich bin nur. Du bist Esther nicht begegnet. Und Edith dreimal. Pass auf. Also. Ja, super. Dann könnte, wenn du ihnen nicht begegnet bist und er ist jetzt tot, dann bist du ja entlastet. Genau. Das und wenn wir danach noch voten dürfen, dann ist doch super. Also, aber das Problem ist, wenn die verdächtige Person. Okay, jetzt Janina. Okay, meine Idee. Ich bin fast schon bereit. Jetzt Janina. Nein, ich sagen, jetzt ist Janina mal dran. Es nervt mich so sehr, ich möchte mehr drüber sein, Alter. Aber du bist ja nicht tot. Hallo, jetzt ist Janinas Redezeit. Ja, aber wenn ihr mich rausvotet. Hallo. So. Dass er, die Tatsache, dass er fünf Karten hat und alle positiv sind, sind schon mal belastet. Alter, es ist dreimal von der gleichen Person gekommen. Das heißt, es sind drei Karten. Ich weiß. Wenn ich jetzt. Warte doch, das ist eigentlich gar nicht, was ich sagen wollte. Wenn ich jetzt Maxi aufdecke und er ist tot, haben wir danach ein Vote. Aber nur wenn er, also ganz kurz, aber nur wenn er tot ist. Das heißt, wenn sie jetzt lügt. Ja. Es würde ja, wollte auch sagen, aber würde die Lüge dann, wann wird die aufgedeckt, die Lüge? Am Ende des Spiels. Falls sie es wäre, hätte sie am Schluss trotzdem. Wem bist du alles begegnet? Ich will es nur für mich wissen. Sag mir, wem du begegnet. Nils, dir und noch irgendwem. Esther oder so. Ja, das ist nicht oder so. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Weil ich weiß, ich bin unschuldig, ich weiß, er ist unschuldig, dann weiß ich, wer der Mörder ist. Unschuldig. Ja, du bist tot. Deshalb will ich von dir wissen, wen du außer Nils und mir noch begegnet bist. Ich bin auf jeden Fall nicht Janina begegnet. Das stimmt. Wir sind uns nicht begegnet. Ja, also, okay. Ja, gut. Du bist nicht Janina begegnet. Ja, dann weißt du. Ja, okay. Dann hast du jetzt zwei Sachen, die dich entlassen. Hättest du aber sagen können, wenn du Fabian nicht begegnest und er ist tot, dann kannst du es nicht sein. Aber ich bin Fabian auch nicht begegnet. Doch. Nein, ich habe drei Karten. Ich bin zweimal Nils begegnet und einmal Janina. Ja, gut. Aber wem bist du denn begegnet? Ich weiß es gerade nicht. Oh, mein Gott, Fabian, ernsthaft? Du wurdest umgebracht, du hast den Mörder getroffen. Wie viele Karten hast du, Fabian? Drei. So, du bist einmal mir begegnet. Einmal Nils. Einmal Nils ist tot. Und was ist der dritte? Und wer ist der dritte?
Sind wir uns begegnet? Ich weiß es nicht. Ich weiß, so kann man das warst nicht spielen, du mal hier? Ich war eigentlich nur hier. Nein, ich wo nicht. War denn deine Route? Nee, ich glaube, du auch nicht. Du warst doch du warst nicht hier. Aus dem genau, Ding, keine Angst, ich bin hier. Und nicht Nils. Ja, ja, Nina und ich sind uns doch begegnet. Ja, also. Hier sind wir uns begegnet. Ja, ja. Also, aber dann wissen wir es. Dann weiß ich es jetzt zumindest. Was denn? Ich weiß jetzt, wer der Mörder ist. Ja, wer denn? Ja, na, Janina! Aber ich kann es natürlich nicht. Okay, aus meiner Sicht. Darf ich kurz sagen, aus meiner Sicht? Keinen Sinn. So. Ne? Du hast Nils getroffen, der ist tot, unschuldig. Ja. Alles klar. Ja? Ja. Du hast mich getroffen, ich weiß, ich bin unschuldig. Das ist natürlich nur für mich jetzt. Hm? Ihr wisst es nicht, ich weiß das. Ja. So, und du hast Janina getroffen und bist tot. Das heißt, entweder ich bin unschuldig, dann weiß ich 100%, es ist Janina, oder? Stimmt's oder stimmt's nicht? Ja. Okay, oder ich bin der Mörder. Ja. Dann ist es zwischen warum mir und Janina. Warum ist nochmal Esther nicht? Nur weil er sie nicht getroffen hat. Ja. Esther hat er nicht getroffen, also ist er nicht tot. Heißt ja nicht automatisch. Also es ist doch, du oder Esther muss okay, ja jemand treffen. Es ist Janina, es ist Janina okay, oder ich. So, die Entscheidung. Ja, okay. Und deshalb sag ich jetzt mal, Janina und ich sagen beide nichts mehr. Weil ihr wisst das. Und ihr votet und benutzt Logik, um rauszufinden, ob es Janina okay, oder ich ist. Das heißt, ich bin dran. Machen wir mal da weiter. Vote, oder was? Warte, aber bevor du ein Vote machst. Kannst du es jetzt beenden, das Spiel? 50-50 Maxi, Chance. Ach nee, das kann mich auch. Nee. Könnt ihr immer noch sagen. Ich 50-50 Chance und wir können die Mittagspause. Janina, bitte, zu. Nur eine Verständnisfrage. Wenn du jemanden überprüfst und der ist tot, dann gibt's automatisch ein Vote? Ja. Okay, ja. Weil dann lass uns das nicht verschwenden, weil dann kannst du doch jetzt jemanden überprüfen, zum Beispiel Maxi. Kann ich nicht, wir sind nicht im selben Raum. Okay. Such Ede. Ich kann nur Ede überprüfen, den hast du überprüft. Ja, den hab ich ja entlarvt. So, wie viel hattest du? Du hattest 3. Bist du, du bist Eddie nie begegnet, ne? Nein. Scheiße, okay, das heißt, das bringt uns gar nichts, weil Eddie, das habe ich ja schon gesagt, der lebt und die darfst du nicht. Okay, die Böse darfst du nicht. Aber ich, weißt du, was meine Idee war? Ja. Dass nur als Idee, was auch immer, ob mich das belastet oder nicht, sagen wir, du machst kein Vote und überprüfst keinen. Und ich decke Maxi auf, der wahrscheinlich tot sein wird. Und danach haben wir aber ein Vote und der ist nicht dieser Verschwendete. Ja, aber dann kannst du immer noch lügen. Ach, das bringt nichts, wenn du es machst, wenn du mir auch begegnet bist. Ja, das stimmt. Es müsste jemand anderes. Okay, also einer von euch beiden muss ich starte jetzt ein Vote. Okay. Was anderes du bist Janina begegnet, bist tot. Er ist Janina begegnet, bist tot. Aber bei dir wissen wir nicht, du bist wahrscheinlich tot. Bist du Ede begegnet? Auch, ja. Aber ey, ich bin's wahrscheinlich. Bist du Ede begegnet? Ihr seid so krass, Leute. Ihr seid, stopp, Ede, beide, die tot sind, sind auch dir begegnet und nicht nur mir. Ja, wir sind euch beiden dann begegnet. Ich bin getötet worden, ich bin nicht tot. Also ich bin nicht tot durch Puls, sondern ich bin getötet worden. Hä? Ja. Was? Was? Nee, wir haben doch Fabian gewotet. Wir haben nicht. Ach so. Ja. Ich Ach so. Das heißt gar nicht, ich bin nicht das heißt. Das wurde auch gesagt. Das wurde komplett gesagt. Die Argumentation geht jetzt nicht Alter, mehr auf. Aber Moment, hatte man dich nicht überprüft? Stimmt. Sie geht jetzt nicht mehr auf. Hatte niemand Fabian überprüft? Nein. Und deine Argumentation funktioniert jetzt nicht mehr gegen das stimmt. mich, weil das ist richtig. Mhm. Machst du ein Vote? Weiß ich nicht. Ist der jetzt schon? Oh fuck, das habe ich nicht mehr dran gedacht, dass Fabian von uns getötet wurde. Das bedeutet, Esther ist doch noch im Rennen. Bist ja, aber du auch. Also, nee, ja, war's auch aber ich weiß ja, dass ich es nicht bin. Also weiß ich, dass einer von euch beiden ist. Aber ich. Hey, wir sind so dumm, dass wir uns nicht gemerkt haben, ja, wer das wäre. Das ist unsere eigene Schuld. So. So, wie machen wir denn jetzt weiter? Okay, wir machen ich will mal kurz hören, was Esther sagt, um es kurz euch beide zu ich bin jetzt nur verwirrt. Ist der Vote jetzt gestartet? Was mache ich jetzt? Das ist deine. Ich möchte mal wissen, was deine Theorie ist. Okay? Also, wenn du davon ausgehst, dass du es nicht bist, also, ne, dann ist es entweder Janina und ich hast du eine 50-50-Chance. Ja. Ja, aber deine Argumentation war gerade zugegeben schlüssig gegen Janina, aber funktioniert jetzt halt nicht mehr. Genau. Vielleicht hast du ja auch gesagt. Deshalb sage ich ja, ich bin wieder davor, wenn meine Argumentation noch schlüssig gewesen wäre, wäre es 100% ja niedergegangen. Jetzt bin ich wieder mit im Pool. Ja. Für dich. Warum, warum können wir ausschließen, dass es Esther ist? Eigentlich? Aus ihrer Sicht. Sie? Nee, aber warum können du und ich wir so gern da drunter? Janina, aber es ist eine von euch beiden, aus meiner Sicht. Aber haben wir Sachen, die sie entlastet? Es ist ja relativ einfach. Aus meiner Sicht ist es eine von euch beiden. Weiß, aus Esthers Sicht ist es eine von uns beiden. Ja. Und aus deiner Sicht ist es eine von uns beiden. Ja, am Ende ist es Maxi. Ja. Oder es ist Maxi, ich bin hier nicht. Es macht auf jeden Fall keinen Sinn, wenn du jetzt votest, würde ich sagen. Oder ein Vote startest. Ja, jetzt gerade. Wissen kannst du es gerade jetzt nicht. Das heißt, du kannst jetzt eine 50-50-Chance nutzen. Ich will nur oder noch weitere Hinweise. Warum Esther, was sie verdächtig machen könnte. Bist du das Einzige, begegnet? Ja, das Einzige, was mich verdächtig macht, ist, dass ich Nils begegnet bin. Ja. Bist du Fabian begegnet? Ach, den können wir ja gar nicht, der ist getötet worden. Ja. Es gibt nur Nils, der officially tot ist. Ja, das ist echt ein Problem. Und dass ihr beide zu mir gesagt habt, dass ich lebe. Warte mal, ich habe 4 Karten, ne? Ja. 4?
Wir sind uns zweimal begegnet. Aber sind wir uns nicht auch zweimal begegnet? Nee. Wir sind uns ja nur hier begegnet, oder? Wo sollten wir uns denn sonst begegnet? Ich bin, es ist egal, wie es ist. Warte, wir müssen weiterkommen. Das macht leider immer noch alle gleich verdächtig. Eine Frage noch stellen. Ja. Weil ich hab, also ich bin ja zweimal auf jeden Fall Esther begegnet. Ja. Und mindestens einmal Eddie. Wir können ja einmal kurz anhand unserer Route nachvollziehen, weil ich bin im Prinzip nur... Ach du Scheiße. Ich weiß nicht. Ich bin hier gestartet und bin dann nur zwischen den Räumen hin und her. Ich war nur hier und... Wir haben uns nur hier getroffen. So, wer hat mich nicht einer hier getroffen? Ne? Ja, Esther. Mhm. Ja. So, wer... Okay, aber es fehlt ja noch einer. Ich finde zweimal Esther und einmal... erinnert euch mal bitte. Ich bin hier... Also da habe ich angefangen, dann war ich da und jetzt bin ich wieder hier. Erste Runde, zweite Runde, dritte Runde, vierte Runde. Das ist relativ einfach. Ich bin dir nicht begegnet. Könnt ihr mal auf die Karten gucken bei euch und überlegen, wer von euch war in welcher Runde mit mir zusammen? Ich bin dir nicht begegnet, glaube ich. Ich weiß. Ich glaube, ich habe drei Begegnungen gehabt. Eine war Esther, eine war Maxi und die andere war Fabian. Wir sind uns begegnet? Es war zuerst ein Ping. Dann habe ich meine drei, dann sind wir uns nicht begegnet. Wir sind uns erst hier begegnet. Gehen wir es einmal durch. Wer war in der ersten Runde, wer war wo? Ich war ein Pink. Da? Ja. Aber das ist doch viel zu weit. Ich weiß, dass ich dir nicht begegnet bin. Dir fehlt ein Aber wenn wir das jetzt einmal durchgehen, können wir es doch ausschließen. Punkt, weil ich bin tot und derjenige, der mich getroffen hat, so, zack. Okay, ich war hier, erste Runde. Zweite Runde war ich hier. Wer war in der zweiten Runde auch hier? Ich. Ich war in der zweiten in der Bücherei. Ich darf gar nicht in der zweiten Runde. Wer war noch in der zweiten Runde hier? Du warst in der zweiten Runde hier. Okay, dritte Runde war ich hier. Dann hast du zweimal Esther getroffen. Da war ich auch. Ich bin dann hinterher. Da hab ich zweimal gesagt. Da die beiden Karten. Ja. So, und in der letzten Runde war ich hier. Die ist von mir. Der ist von dir. Das heißt, hat irgendwer hier angefangen? Ja. Nee. Aber wartet, aber das schließt mich aus, weil ich bin dir nicht begegnet. Aber wer war in der ersten Runde hier? Getroffen. Ich nicht, ich war in der ersten Runde. Hier. Warst du nicht ganz am Anfang? In der Cafeteria. Nee. Wer war denn noch da bei mir? Aber habt ihr zugehört, das entlastet mich. Ich bin Nils nicht, weil ich dir nicht begegnet bin. Ich bin dir nicht begegnet. Das versuche ich herauszufinden, aber ich habe vier Karten. Das heißt, ich habe vier Begegnungen gehabt. Aber ich bin zu 100% nicht der Mörder, weil ich ihm nicht begegnet bin und er wurde getötet. Ja, lass uns das noch einmal prüfen und dann können wir das ja ausschließen. Ihr seht das doch, könnt ihr mal auf eure Karte gucken. Aber Edel, dann haben wir nur noch einen. Hat irgendwer den hier als rot gehabt? Nein. Ja, aber ich war erst in der dritten Runde. Ich war in der ersten Runde da. So, sag das doch, darauf warte ich doch die ganze Zeit. Das heißt, du hast eine Karte von Fabian. Ich habe vier Karten. So, ich habe vier Karten. Ja. So, die erste habe ich hier von dir. Fabian war es ja nicht. Dann habe ich Esther. Es bleibt bei uns Esther, als Richtige. Ich bin raus, Eddie. So, das heißt, ich habe ja, Fabian ist tot, der kann es nicht gewesen sein. Okay, dann. So, das heißt, Esther. Ich habe Esther und Eddie. Ja. So. Das heißt, einer von uns. Einer von euch, danke. Das ist ja, Nina ist raus. So, das wollte ich, zack. Einer von euch beiden ist es. Ja. So. Und, so, wer ist noch irgendwer tot? Fabian, den haben wir leider umgebracht, der kann es auch nicht sein. Ich bin ihm begegnet die ganze Zeit. Das so, und jetzt haben wir. Jetzt kann Esther natürlich ein Vote machen. Und dann ist 50-50. Ja, also aus meiner Sicht ist es natürlich Esther. Maxi, wem bist du denn begegnet? Ich bin aus meiner Sicht bist du Ede begegnet? Ja, genau. Und ihr. Esther? Nein. Und ach so, wenn ich ihn überprüfe, dann wissen wir es. Ich überprüfe ihn und dann haben wir es. Ganz kurz. Ich bin dran gerade. Ja, ja. Ich weiß, wen hast du getroffen? Du hast Eddie getroffen? Eddie und Janina. Das heißt, wenn du lebst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es Esther ist, sehr, sehr hoch. Ja. Weil sie kann dich nicht umgebracht haben. Anders ich aus meiner Sicht, wenn du tot bist, ist es Eddie. Genau, wenn du tot bist, ist es Eddie. Aber das Problem ist, feststellen kannst nur Janina. Aber Janina ist ja objektiv. Ich bin dran, ist jetzt entlassen, weil sie mich nicht getötet haben. Jetzt könnte sie wiederum, jetzt könntest du es einfach. Ich bin clean. Verstehst du? Das heißt, wenn du jetzt eine Karte einfach nimmst und Janina überprüft danach und wenn er tot ist, können wir direkt voten. Aber wer ist denn jetzt dran? Esther. Ich bin dran. Ja, das ist das Problem. Weil sie ist die Mörderin und hat jetzt natürlich kein Interesse daran. Warum bin ich denn jetzt die Mörderin? Nein, stopp, das kommt ja nicht zum Kraus. Ja, wir haben es einfach machen. Esther, du nimmst jetzt einfach eine Karte. Janina überprüft ihn und dann haben wir einen Vote, wenn er tot ist. Und dann wissen wir, dass es Esther war, weil du bist Eden nicht begegnet. Doch. Doch, na klar. Ja, darum geht's doch. Darum geht's aber dann wissen wir, ich Esther nicht begegnet. Genau, okay. Ja, dann wissen wir von beiden. Wenn er tot ist, ich hoffe, das ist kein Denkfehler. Wenn er lebt. Dieser Kette kein Denkfehler. Ist es echt nicht. Okay, lass uns das jetzt tun. Was soll ich jetzt machen? Eine Karte. Meine Fresse, also andersrum. Sie hat verloren und sie weiß es. Hier eine Karte ziehen. Ja, 18. Ah, okay. Sie hat verloren und sie weiß es. We got her. Und... Nö. X. So, gib mir deine Karten. So, du überprüfst ihn. Und dann weiß ich, wer von euch beiden das ist. Weil brauchst nicht mischen, ach so. Ich darf nicht lügen. Was wir grade, wie wir gerade festgestellt haben, bin ich positiv, ich darf nicht lügen. Wenn da kein Denk was ist. Passiert, wenn was ist? Wenn's, na, wenn ich tot bin. Der Logik nach, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn er tot ist, bin ich's, wenn er lebt, ist Esther. Er lebt. Ja. Es ist Esther. Ich weiß. Also, wir haben jetzt ein Wort. Ich hab mich auch nicht umgebracht.
Ich muss die Wahrheit sagen. Hä, aber warum? Ja, weil du die Mörderin bist, Esther. Ja, aber du hättest ihm doch auch einfach positive Karten okay. geben. Er ist ihm nicht begegnet. Zweimal oder dreimal? Hä, aber ich damit haben wir Maxi entlastet die ganze Zeit. Hä? Stimmt, naja, es also, gibt doch eine, die immer noch eine Wahrscheinlichkeit. Jedes Mal positive Karten ja, geben können. Es gibt immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass aber es das ist. Zweimal, aber die ist mittlerweile so. Warte, vielleicht sogar dreimal. Weiß aber dann ist, das ist die ganze Zeit haben wir das Argument benutzt, damit das es Maxi ist. Also pass auf, die Wahrscheinlichkeit, es gibt immer noch eine Wahrscheinlichkeit, dass es Ede ist, aber die ist so klein. Komm, die Wahrscheinlichkeit, dass es Esther ist, ist aber so warum groß. Ich, also er hat doch positive Karten. Wir voten doch jetzt eh. Und er hat doch Nils auch eine negative gegeben. Doch, weil einer nicht gestorben ist. Nicht gestorben. Fuck. So. Also ich weiß nicht, in meiner Welt ist man, also ich weiß, ich habe ja ein paar Mal Among Us gespielt. Da läuft man jemandem gegenüber und ist tot, das macht jemanden verdächtig. Da läuft man jemandem gegenüber und ist nicht tot, das macht einen in der Regel nicht verdächtig. Wir wissen es doch jetzt. Ja, ich weiß schon die ganze Zeit, dass okay, wir müssen weitermachen. Ich weiß es seit Anfang. Ich bin dran. Nee, Nina ist dran. Nee, der Lina. Ach, du hast auch gemacht. Der einzige Denkfehler, den ich gemacht habe, ist, dass ich vergessen habe, dass Fabian, dass wir Fabian umgebracht haben. Nils ist Messer. So. Ja, aber das mussten wir halt irgendwas machen. Und jetzt wird alles gesetupt, der wird wieder auf Vote umgestellt und die nächste Runde. Jetzt ist Movement-Phase. Ja. Jetzt ist Movement-Phase. Ich kann in den Vote-Raum moven und dann können wir voten, wenn ich gemoved bin und dann Aktion ist. Ja. Ja. So, wer ist jetzt dran, movement-technisch? Nils? Nils. Mhm. Die Frage ist doch jetzt einfach, wie gewinnen wir jetzt dieses Spiel? Indem ich in den Raum gehe, weil ihr könnt ja nicht den gleichen Raum nochmal nutzen. Ach so. Aber Esther ist ja vor dir dran und move doch weg. Was soll sie machen? Egal, ich will einen Vote starten. Ach so, das ist egal, der muss sie nicht gar nicht im Raum. Wir wissen doch, wer es ist. Ja. Ja, dann starte ich da rein und starte. Aber ich dachte, er kann es doch auch sein. Warum verdächtigt ihr denn, wie du jetzt reagierst? Weiter, Leute. Weil ich unschuldig bin? Ja, ich gehe natürlich. Achso, warte mal, haben wir den Roten eigentlich schon geklärt? Nee. Jetzt lass uns meine Räume klären. Ja, er kann ja nichts anderes machen. Naja, also ich gehe jetzt hier hin. So, dann gehe ich. Keine Ahnung. Weg von Esther auf jeden Fall. Alter. Ey, wenn du es wirklich nicht bist, ist es ein Plot-Twist meines Lebens. Wir haben alle einen Denkfehler gemacht. Dann haben wir alle dumm gedacht und die Wahrscheinlichkeit, dass Nils. Fern. Und ich schlecht denken, nein, Spaß. Nee, also Eddie ist nicht entlastet. Der kann halt natürlich kann ja, aber Maxi die Wahrscheinlichkeit zwei. Exakt, genau. Wir müssen halt die Wahrscheinlichkeit nehmen. Abbiegen. Natürlich kann Eddie kann das doch sein, ja. Maxi zwei gute Karten gegeben hat. Das ist absolut möglich. Das ist ja auch dann, Fabian, die Gegentaktik, dass du halt dich auf die Art und Weise unschuldig machst und dann kannst du hast immer ein Argument und sagst, ey, aber ich bin ihm zweimal begegnet und er lebt. Ja. Das ist mein Alibi und darauf baust du auf und für den Rest aller Tage bist du nicht mehr verdächtig. Das ist ja mit Maxi exakt auch passiert. In Runde 1 haben wir dich einfach mal rausgezogen und seitdem bist du gar nicht mehr erwähnt. Das kann ja eine sehr intime Taktik sein. Ja, wir müssen auch bedenken, wenn ihr jetzt den Vote startet und ich bin's halt nicht, dann hat er gewonnen. Ja, ey, shit happens. So, Esther, let's go. Haben wir bedacht. Nee, du hast recht. Wir sind schon eine Stunde durch, ich habe noch nichts gegessen. Ich gehe lieber in den scheiß Knast. Wo kann ich jetzt hin? Also ist egal jetzt, wo ich hingehe. Ja, es ist eh egal. Es wird jetzt gleich gewonnen. Es ist nicht egal, sondern du musst schon dahin, wo deine Karten sind. Nee, ich kann ja überall hingehen. Ich kann in den Räumen, wo ich nicht hin muss, halt nur nichts machen. Aber das ist ja jetzt eh egal. Ist eh egal, ja. Ja. Die Stimmung am Arsch. So. Ich möchte gerne in Cafeteria moven. Ja. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn der Vote falsch ist? Und haben wir dann automatisch verloren? Ganz kurz. Die noch mal voten? Ja, das ist mir gleich. Ganz kurz, fünfte Runde, ne? Was machst du denn jetzt? Hier. Ich move einfach nur, ne? Also, aber, ja, nee, das ist Nachbewegung. Also, wir sind ja noch nicht in der Aktionsphase. Nee. Okay. Move. Du kannst doch moven. Ja. Also es ist eigentlich, schon die erste eigentlich egal. Kann ich nicht bewegen, sagen. Move halt so für den Fall, dass es Esther nicht ist, dass es dann Sinn ergibt. Stimmt. Hä? Dann könnte es ja nur noch Ede sein. Ja, dann verpisse ich mich einfach in irgendeinen irrelevanten Raum. Ja. Ja, gut. Ja, gut. So, Nils, Aktion. Neue Aktion noch. Was ist das? Du könntest jetzt eine Karte da in den Strom wird gezogen. Du kannst einfach eine ziehen. Strom wird gezogen. Strom raus. Ah, scheiße. Ich dachte, ich kann jetzt hier. Was? Okay, Leute. Was? Walkie-Talkie-Ausfall. Der Empfang ist gestört. Ihr dürft nicht mehr akustisch kommunizieren, bis ein neuer Ereignismarker aufgedeckt wird. Spiel- oder regelbezogene Äußerungen, du bist dran, sind weiterhin erlaubt. Warte, wenn ich jetzt den Knopf drücke? Ja. Das ist egal. Okay, dann dürfen wir reden. Du kannst jetzt eine Karte ziehen. Wieso nicht? Wir dürfen nicht mehr reden. Müssen wir ja nicht. Müssen wir gar nicht. So, du kannst eine Karte ziehen, Nils. Was willst du sonst machen? Nee, ich nur eine Frage. Dürfte ich theoretisch, jetzt darf ich nicht mehr überprüfen, ne? Weil der Strom aus ist, oder? Oder wie ist das? Lass mich doch auch schon überprüfen, seitdem ist nichts mehr passiert. Ja. Ja, ich weiß, einfach nur aus. Du darfst keine. Du bist ja tot. Du darfst nur noch charakterbezogene. Kannst du jetzt eine Karte ziehen? Ich kann nur quasi Raum ja, dann bist tot, ne? Ich dachte, er darf doch jetzt Raumdinger da machen. Ja, nein.
Ja, nur Raum. Also ich darf eine Karte mehr darf ich nicht machen, ne? Ja, wie gesagt, ja. Kann ich nicht überprüfen. So, und jetzt haben wir den Häkchen, auch Buch, quasi Fernseher. Cool. Große Fernseher. Vier Punkte. So, das heißt, jetzt haben wir 1, 2, 4 Punkte. So, ich bin dran. Ich ziehe auch eine Karte. Du kannst keine Karte ziehen, ist ja nichts mehr da. Ach ja. Hä? Was? Hä, das? Da liegt doch. Achso, ja. Achso, ja, kein Buch mehr da. Was kann ich sonst noch machen? So. Nix oder was? Ja. Okay. Dann mache ich nix. Fabian. Aktion. Ja. Ich überprüfe den Raum. Überprüfe mich doch nochmal, vielleicht bin ich ja noch gar nicht tot. Misserfolg. Misserfolg. Oh ja. Nee. Ach, auch noch ein Raum in dem Esther war. Achso, nichts passiert. Esther? Ja, was soll ich machen? Mein letztes Gebet. Erfolg. Oh, guck mal, da ist auch der Win. Rosa. Nee, ach nee, okay, blau. So. Janina, ich drück den Knopf. Und wenn jetzt, da noch eine ganz kurze Frage, nur für die Dramatik, damit ich weiß, wie ich gleich zu reagieren habe. Wenn jetzt Esther voten und das stellt sich raus, es ist Eddie. Ja? Haben wir dann schon verloren? Ja, weil ich dann tanze. Warte, nein, ja, aber aus einem anderen Grund haben wir dann verloren, glaube ich. Nein, stopp. Ja, weil er drei Leute. Nein, Leute, hat. Nils fragt mich eine Frage, lasst mich bitte antworten. Sag nochmal. Ja, nein, wir können nicht alle drei. Ich kenn genau, ich wollte nur wissen, wenn wir jetzt den Vote auflösen und wir sagen jetzt, es ist Esther und dann kommt raus, es ist aber Eddie, weil Esther ist es nicht. Haben wir dann verloren oder gibt es noch die Chance, im nächsten Vote Eddie zu kriegen? Ja, wir haben noch die Chance, okay. Eddie zu kriegen in den nächsten Vote, falls ja, also, es zum nächsten Vote und kommt. Wenn es Esther ist, was ist dann? Dann haben wir gewonnen. Dann, wenn Esther die Kultistin ist. Zuerst existiere ich gar nicht. Doch, Mann, ich kann nicht mehr. Dann muss sie das sagen und dann haben wir gewonnen. Okay, let's go. Alles klar. Voll dann, 3, 2, 1. Also, was macht, was, wo ist das? Der Achso, wir zeigen auf jemanden. Ja. Okay. Esther. Ja, war ja klar. Und? Soll ich jetzt aufdecken? Ja! Nein, bist du die Kultistin oder nicht? Ja, bin ich. Yeah! Yes, oh, Team! Oh, Heide, mein Gott! Oh, ey, mein Gott! Es war richtig schwierig, ohne Scheiß. Ich hab das Spiel, also ich hab so gehofft, dass ich nicht Kultistin bin. Nee, ich hab am Anfang, habe ich große Fehler gemacht und ich konnte die am Ende halt nicht mehr revidieren, weil das Licht an war. Und dann kannst du ja nicht mehr Karten tauschen, wenn du zu dritt bist. Und dann waren in jedem Raum waren immer schon zwei Leute oder so. Und ich konnte die Fehler, die ich dann am Anfang nicht bedacht habe, konnte ich dann nicht revidieren. Ja. Das heißt, ich musste irgendwie versuchen, mich aus der Scheiße zu reiten, aber es ging nicht. Ich habe mich selber ins Feuer geworfen, indem ich gedacht habe, dass ich dir begegnet bin, obwohl wir uns nie begegnet sind. Genau, deswegen habe ich es am Ende noch, aber ich hatte dich von Anfang an auf dem Kicker. Ja, ey, voll berechtigt. Ich habe auch echt, Brandstift ich hatte keine gute Taktik einfach. Ich hätte da ganz anders vorgehen müssen. Ich wusste natürlich, dass es ist, ab dem Moment, wo ich realisiert habe, dass wir dass wir dich umgebracht haben. Ja, ja. Weil davor habe ich halt ich so gesagt, das war geil. Das wäre meine Chance gewesen. Ja. Das war dann der Hinweis, weil da wusste ich dann, wir drei sind verdächtig für alle anderen. Aber ich war ja dann doch nicht mehr. Und dann wurdest du, dann weiß ich ja natürlich hundertprozentig. Das hätte ich gleich sagen können, dass wir uns begegnet sind, weil dann wäre diese ganze Sache zwischen mir und mir nicht passiert. Es ist, wie es ist. Ich war Brandstifterin. Boah, das war so anstrengend. Aber das hat Spaß gemacht. Ja, richtig viel Spaß. Viel viel intriganter, als ich gedacht habe. Warum bin ich immer jedes Mal muss ich lügen. Ich kann nicht. Okay, Leute, das war Du bist. Vielen Dank an Godot Games, die uns dieses fantastische Spiel zur Verfügung gestellt haben. Es hat wirklich sehr Spaß gemacht, weil es sehr nervenaufreibend war. Der Kickstarter ist jetzt live. Wenn ihr drauf Bock habt, backt ihn natürlich. Da gibt es auch viele Erweiterungen, größere Karten, neuere Karten, die dann noch später dazukommen. Und ja, ich glaube, also das Among Us-Feeling ist auf jeden Fall am Start. Ja, toll. Und bleibt uns gewogen, denkt immer dran, Gesellschaftsspiele sind Trumpf! Lala.